kannst etwas trösten. Du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen. Na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden haben. Das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nehmen, schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen. Jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn werden durchaus gefahren, denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du muss mich vielleicht korrigieren. Die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren. An deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Hier hast du brauchst etwas Trost, denn du hast dir das Knie aufgekratzt. Wahrscheinlich hast du dich gestoßen, na, wer wird denn gleich weinen, mein Schatz? Denn in entscheidenden Momenten hab ich immer Nadel und Faden dabei. Ja, das werden wir gleich haben, das wächst wieder zusammen. Es lässt sich alles nähen, schon so gut wie geschehen. Also reiß dich zusammen, realistisch gesehen sind es doch nur ein paar Schrammen.
hast du Nadel und Faden? Hast du nicht ab, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Schau doch jetzt nicht so geknickt, denn das kriegen wir schon wieder hin. Das lässt sich doch alles noch flicken, wobei ich bei dir echt skeptisch bin. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn, die bergen durchaus Gefahren. Denn bei deinen linken Händen kann das übel enden. Ja, ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Hier hast du Nadel und Faden. Pass damit auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Ich muss mich vielleicht korrigieren, denn die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren, an deinen Nähkünsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch dein Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Hast du Nadel und Faden? Hast du mir ab, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. When you're launching a new product with a tight deadline, 2 weeks? Grammarly's tone suggestions can help motivate. Momenten
hab dich zwar stets Nadel und Faden dabei, doch auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren, denn bei deinen linken Händen kann das Übel enden. Ich will dich nur warnen, man muss in entscheidenden Momenten die Ruhe bewahren. Mich vielleicht korrigieren, die Wunde wird nicht gut verheilen. Da hilft jetzt auch kein Lamentieren, an deinen Künsten musst du noch feilen. Denn in entscheidenden Momenten hab ich zwar stets Nadel und Faden dabei, Talent ist zu klein, tapferes Schneiderlein. Und dir fehlt das Geschick, deine Finger sind zu dick. Fang mal nicht an zu weinen und schau nicht so geknickt. Ich wollte doch nur hilfreich sein. Hier hast du Nadel und Faden, passt auf ihn auf, sonst gibt's Narben. Ich kann Kinder nicht bluten sehen. Hallo, ganz schön verheilt der Junge. Wollt auch noch mal ein bisschen, ich bin gerade ein bisschen inspiriert, deswegen halle ich so. Fenster ist Sonntagabend, draußen liegt schon wieder Schnee im Garten, Scheibe ist doch kalt, doch etwas hält mich warm. Und das die Erinnerung an Freitagmorgen, ich mich vom Test hab ich viel versorgen, mir entschließt von dir einen Pulli borgen. Lies mich zusätzlich noch an der Hoffnung wärmen, dass diese Augenblicke bald Normalfall werden, es gibt keine heißere als dich auf Erden. Lässt sich also anschließend zu zusammenfassen, dir scheint mal alles wunderbar zusammenzupassen, das Leben will mich nicht mehr länger frieren lassen. Doch das zu glauben, fällt mir schwer. Ich wünsch mir so, du meinst es ernst mit mir. Scheinst es ja tatsächlich ernst zu meinen. Bist viel zu heiß, um wahr zu sein. Dass ich mit dem Feuer spiele, ist mir bekannt. Hab mir im Grunde jeden Finger meiner Hand irgendwann in der Vergangenheit verbrannt. So dachte ich immer, es sei heißen Frauen zu eigen, dass wenn sie mir noch nicht die kalte Schulter zeigen, sie weniger zur Flamme, der zum Großbrand neigen. Und mehr als einmal habe ich das auch bereut, von demjenigen, der gerne und Feuer streut, wo sich zum Gebrannten, der das Feuer scheut. Bei dir jedoch, und das ist für mich schwer zu fassen, wo du mal echt zu jenseits aller Brandschutzklassen von mir scheint mir dein Schiff. Scheint mich mein Hitzeschutzreflex im Stich zu lassen. Da cool zu bleiben, fällt mir schwer. Meinst du es ernst mit mir? Scheinst es ja auch wirklich ernst zu meinen.
mir zu heiß, um wahr zu sein. Jo, hallo. Nee, ich dachte, ich mache jetzt einen Schmuse-Song, weil mir einfach danach war. Es ist irgendwie so bezaubernd gerade draußen, liegt Schnee im Garten. Ich war mir auch ziemlich sicher, dass ich den eigentlich nicht mehr beherrsche, weil der ja nicht in unserer normalen Rotation ist. Oh! Mann, warum steht der Gitarrenständer so weit weg? Und warum geht das Mikrofon andauernd in die Rauschunterdrückung? Das ist ja ein ganz schrecklicher Sound. Wisst ihr was? Ich würde einmal ganz kurz das Mikrofon neu verdrahten, weil ich habe halt fürs Gitarrespielen habe ich mir mein Effektgerät dazwischen gemacht und das rauscht mir zu doll. Also ich bin mal kurz weg und wenn ihr mich dann nicht mehr hört, dann müsst ihr rufen. So, das ist doch deutlich besser, oder? Nicht dieses komische Rauschgeräusch. Hallo. Ruf, ruf, ruf. Ah. Ja, schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder da seid. Man hört mich. Juhu. Mann, so viele Leute. Jetzt schon. Ah. Erstmal einen Kaffee. Ich habe mir Kaffee gemacht. Und damit ich auch schön hibbelig bin und schön über meine eigenen Worte stolpere. Oh, die Alerts hört ihr vielleicht gar nicht. Ich mach die mal wieder an. Ich muss nämlich schon zwei Subscriber begrüßen. Hier El Duda, schon zum vierten Mal dabei. Und Eiswürfel, zum ersten Mal dabei. Dankeschön. Danke auch fürs Folgen, aber da... Oh... Und jetzt schon Hype Train. Oh. Oh. Bimmelimmelim, bimmelimmelim, hier kommt die Sausebahn. Ah, bonsoir, wen haben wir denn da? Mann, Mann, Mann. Oh. Wie viel der... Was ist denn hier los? Sag mal. So. Dann bedanke ich mich auch nochmal bei... Party, Party, yay. Wow. Alter Falter, jetzt geht's aber ab hier. Ach du meine Güte. Ja, zu viel der Ehre. Ich komme ja gar nicht dazwischen. Naja. So, wo fange ich denn da an? Danke, Faleri, One Punch Romy, Naya, Esri Ildoth und Firewolf 2806 für Sam und danke fürs Cheeren natürlich der alte Dave und die Minecrafterin, Minecrafter 98, also known as Kakaoping. Hallo, auch großer Shoutout an alle Pings und Pingettes, die sich schon im Chat eingefunden haben. Das sind ja auch schon wieder einige. Oh Mann, dankeschön. Sully, Chaos Ace und Quizkatzenohr. Ja, ich lese die alle vor. Und wenn wir noch den ganzen Abend hier sitzen, ich lese die alle vor. Dankeschön, Esri Ildorf. So, die neuen Follows, die kann ich allerdings nicht alle vorlesen. Das sind dann doch zu viele.
Aber ich freue mich auch über jeden, der folgt. Also Cruelty Maus zuletzt. Jetzt kommt, jetzt lese ich doch vor. Legendary Beat, Naya, Collector Monty, Foxtech, Blauarschbube, Blauarschbubi, Blauarschbubi, Plexiglasscheibe, Lord Silvio, Kumpelstein, Pacho Macho und solche Leute. Jetzt gerade Bibi Lurkschlumpf. Die hätte ich fast nicht erkannt, die lurkt nämlich sonst immer. Es geht so weiter nach unten. Schnitzelkatze, One Mad Kitten, Rejoka. Das sind einige. Ich gehe jetzt weiter nach oben. Janinator. So. Aber, Bug nicht jeden Tag Stream anwirft. Ja. Entschuldigung. Oh. The Real White Herb, dankeschön. Der alte Dave, jetzt auch unter den Subscribern. Dankeschön. Ja, was haben wir heute vor? Genau, das war ja letztes Mal eine schöne Veranstaltung, die wir da durchgejuckelt haben. Es hat wunderbar funktioniert und es hat mir auch großen Spaß gemacht und euch scheinbar auch. Und deswegen machen wir einfach damit weiter. Mein Poki, ich bin großer Fan von deiner Musik und deinen Spielen. Dankeschön, White Herb. Wen haben wir denn da? Ich bin großer Fan von Leuten, die diese Meinung vertreten. What? Schon wieder ein Hype Train Level. Oh, wie nett. Oh, danke. Wing Ping. Das ist doch nicht nötig. Verschenkt hier am laufenden Meter die Abos. An Laufeja, die Lisa, Stiefelknecht. Außerdem möchte ich jetzt nicht unter den Stuhl fallen lassen, dass hier eben auch The Real White Herb. Ach nee, das habe ich schon gesagt. Egal. Genau, danke euch allen. Danke. Aber wir müssen irgendwann auch anfangen. Weil die Prioritäten müssen gesetzt sein. Ach so, ja, nein, das stimmt. Setze Prioritäten. Also übrigens, jetzt schon der erste Fun Fact. Ich habe an meinem allerersten Computerspiel habe ich in einer Projektwoche in der Schule gearbeitet. Damals zusammen, ich habe es letztes Mal schon erzählt, dass unser allererster Lead Programmer, der Olaf war, der später die Edna vom Markt weggeheiratet hat, oder früher oder später, also später auf jeden Fall als Schulzeiten, war einer meiner besten Freunde und genau, wenn man sich häufiger sehen würde, hätte er auch immer noch das Potenzial dazu. So. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Er war schon immer ein sehr, sehr talentierter Programmierer, also Prototype-Genie und verrücktes Genie. Und ich halt eben auf der anderen Ebene, so auf der inhaltlichen Ebene. Und wir haben uns irgendwann zusammengetan. So. Und in einer Projektwoche in der Schule ist es dann passiert. Wir haben uns als Projekt gesetzt, ein eigenes menügesteuertes Computerspiel mit irgendeinem Basic, mit irgendeiner Basic-Art zu programmieren. Ich hatte keine von Tuten und Blasen keine Ahnung. Aber ich konnte auch ein bisschen mithelfen beim Programmieren. Aber ich habe halt auch versucht, halt irgendwie das Game Design so einigermaßen in den Griff zu bekommen. Wir konnten nicht viel machen, wir waren ja Schüler. Die Technik fand damals quasi, es war noch so, wo man, damals gab es ja noch keine Computer im herkömmlichen Sinn. Also das waren noch die Amiga 500-Zeiten, so alt bin ich. Wen haben wir denn da? Dankeschön, ESCON und Makro. Fürs Subben. Schön, dass ihr da seid.
Und was wollte ich eigentlich sagen? Wir haben uns zum Ziel gesetzt, ein menügesteuertes Adventure zu basteln. Ein Point-and-Click-Adventure quasi ohne Pointen und Klicken, außer auf die Menüs. Weil wie man die Steuerung im Bildschirm hinbekommen sollte, hatten wir keine Ahnung. Also unser Hauptcharakter, der halt aus Pixeln bestand, der hat gemoonwalkt bis zum geht nicht mehr. Das Spiel sollte das erste Star Wars Point-and-Click-Adventure werden. Mit dem schönen Titel The Death Star Disaster. Und wir haben sogar das Audiomodul des Amigas irgendwie dazu bekommen, zu sagen: The Death Star Disaster. Das haben wir hinbekommen. Und es gab auch eben diese Menüsteuerung und man konnte halt irgendwie, hatte halt eben waren alle Objekte quasi in einem, wurden halt ins Untermenü von den Verben geladen, dass man halt wie bei einem alten LucasArts Adventure konnte man halt also erst das Verb und dann das Objekt anklicken. Aber anstatt halt auf dem Bildschirm zu klicken zu müssen, kam man halt vom Menü, wo man dann sagte, was soll ich machen, gehe zu. Und dann kam im Dropdown-Menü, kamen halt alle verfügbaren Objekte sozusagen. Und weil die letzte Aktion in dem sehr kurzen Tech-Demo, das wir nur geschafft haben in dieser Projektwoche, sollte sein, dass sich der Hauptcharakter hinsetzt, gab es eben auch als Verb, was halt bei den meisten Hotspots sozusagen überhaupt keinen Sinn gemacht hat, gab es das Verb Sätze. Und die Pointe war so ein bisschen, dass du halt irgendwie immer so auf den Menüpunkt Sätze gehst, um zu gucken, kann ich mich denn irgendwo draufsetzen? Warum ist denn Sätzen hier da? Und zum Schluss steht dann da, setze dich. Und um das halt mit Inhalt zu füllen, war Sätze halt nicht die ganze Zeit über leer, sondern wir haben halt stattdessen den Rest des Spiels, es bestand ja nur aus 2 oder 3 Screens, und ich glaube, wir haben sie auch nie fertig bekommen, aber der Rest des, der 2 bis 3 Screens bestand aus, gab es nur den einen einzigen möglichen Hotspot für Sätze. Und zwar Sätze, Prioritäten. Das war der kleine Gag. So. Das war das Death Star Disaster. So, kleine Anekdote am Rande, bevor es überhaupt angefangen hat. So, was ist denn hier noch alles passiert? Genau, auch danke allen Followern. Ich glaube, das Rumgehype hat sich jetzt langsam auch. Oh, wie nett! Wollte ich gerade sagen. Dann passiert hier sowas. Achso, nee, der Hype-Train ist jetzt abgeschlossen, ne? Oh nee, das Level ist abgeschlossen. Ach du meine Güte, es geht weiter. Danke, Sunny Chaos Ace. Du hast ja auch ordentlich rausgetan, was? Wie 5 Abos verschenkt an Otto Sam, der wird sich sehr freuen. Larifari, der oder die wird sich freuen. Löwenzähnchen wird sich freuen. Sir Nimbefingers und Xonion auch. Was? Xonon? Xonion. Nee, Xonon. 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 Tut. So. Ist jetzt der Hype-Train noch aktiv oder nicht? Ich sehe das immer nicht. Tut. Ich mache auch mal tut. Hier. Tut. Zu Ende. Na, Gott sei Dank. Können wir jetzt vielleicht auch endlich mal hier ernst machen. Ich habe noch die Special Edition und da habe ich neue Augen in Cerealienform, sagt Quist Katzenohr. Die habe ich tatsächlich auch. Die steht auch gar nicht so weit weg. Die steht hier. Geführte 2 Meter in die Richtung, wo mein Finger jetzt hinzeigt. Jenseits von meiner Schreibtischlampe hier. So. Dankeschön auf jeden Fall The Real White Herb
fürs Cheeren. Aber der Hype Train ist jetzt vorbei. Jetzt müsst ihr eigentlich auch nicht mehr cheeren. Dankeschön. Freut mich sehr. Aber vor allen Dingen willst du, glaube ich, damit deine Frage hier pushen, die auch sehr berechtigt ist. Ich guck mal, ob das. Ob das auffindbar ist. Tja, also ich kann schon mal so viel verraten, ich habe den nicht einfach so auf meiner Festplatte rumliegen, den geheimen Screenshot. Aber ich habe eine Vermutung, wo ich den möglicherweise finden könnte. Und ich suche ihn jetzt. Auch wenn das, wenn das mich meinen letzten Nerv kostet. So. Und wenn das unfassbar unterhaltsam wird. Tja, nee. Ich fürchte, das wird nix. Ich habe noch eine Chance. Und es kann nur Millionen Jahre dauern. Aber das macht ja nichts, ihr habt ja Zeit, ne? Das ist echt, ihr habt mich jetzt mit dieser Frage auf eine Fundgrube hier gestoßen. Die geht ja auf kaum eine Kuhhaut. Ah, bonsoir. Wen haben wir denn da? Den Leopardenmodus als DLC, ja. Aber soll ich die tatsächliche Geschichte zum Leopardenmodus erzählen? Oder kennt die schon jeder? Schreibt jetzt. Heute wieder 3,5 Stunden. Also 3 Stunden sind geplant und weil ich halt einfach Problem mit Enden habe, wird es möglicherweise wieder 3,5 Stunden werden. Ne, ich bin am Bodensatz angekommen. Leider, leider ist es nicht möglich, ist es nicht, mir nicht möglich, ein Foto vom geheimen Leopardenmodus aufzutreiben. Wo hast du die denn gefunden? Im Netz gibt es Bilder vom Leopardenmodus. Okay, jetzt erzähle ich die Geschichte vom geheimen Leopardenmodus, okay? Und zwar war das in dem halben Jahr, bevor Carsten und ich Dedelic gegründet haben. Das war direkt nach meiner mündlichen Diplomprüfung. Jeder weiß ja, ich habe Medientechnik in Hamburg studiert, jeder weiß das ja, das ist ja auch selbstverständlich, das ist ein Fakt, den sollte man immer bereit haben. Übrigens, danke Pauli mal fürs Subben, falls ich das noch nicht gesagt habe. Der Herb, zum dritten Mal. Dankeschön. Habe in diesem Zeitraum quasi als technischen Teil meiner Diplomarbeit im Bereich Medientechnik, computergenerierte Medien hieß das Modul, habe ich Erdner bricht aus entworfen und zumindest durchspielbar gemacht. Und mein Prof hatte für die mündliche Prüfung jemanden aus der Industrie eingeladen, der gerade Zweitprüfer für irgendeine andere Prüfung, die im Hause stattfand, war. Und
meine Diplomarbeit war, glaube ich, die erste oder die zweite Diplomarbeit überhaupt im Bereich Games. Mein Prof hat sich da ein bisschen für stark gemacht. Das Thema könnte nochmal wichtig werden irgendwann in der fernen Zukunft. Und ist sowieso ein sehr cooler Typ. Hallo, guten Tag. So. Und der hat eben diesen ominösen Menschen aus der Industrie eingeladen. Dieser ominöse Mensch aus der Industrie, das war eben Carsten Fichtelmann, keiner geringerer. Der war zu dem Zeitpunkt Marketing Director bei einem sehr großen Publisher in Hamburg, den es mittlerweile allerdings nicht mehr gibt, namens DTP. Und der hat mich dann gefragt, möchtest du ein Praktikum bei uns machen? Weißt du denn schon, was du nach dem Studium machst? Nö, weiß ich nicht. Möchtest du ein Praktikum bei uns machen? Jo, okay. Ob er damals schon geplant hat, so mit ein halbes Jahr später mache ich mit Poki eine Firma auf, das wage ich zu bezweifeln. Wir kannten uns ja auch kaum. Aber der hat auf jeden Fall, habe ich ein sehr lustiges Foto gehabt, immer aus der Diplomprüfung, wie Carsten halt seine Arme über dem Kopf zusammenschlägt. Sowas macht er oder so. Und ich habe ein paar sehr entstellende Fotos von mir mit Schlips, weil ich dachte, zur Diplomprüfung müsste man vielleicht ordentlich aussehen. So. Und was wollte ich sagen? Was passiert hier eigentlich alles im Chat? Wenn ich so viel erzähle, dann habe ich immer gar keine Zeit mitzulesen. Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Auf jeden Fall, genau, die Carsten war auch nämlich derjenige, der sich dafür stark gemacht hat, quasi innerhalb von DTP so ein Brand für, also so eine kleine Untermarke, so ein Unterlabel für Point-and-Click-Adventures zu etablieren, wo er halt in ganz Europa liegen gelassene Point-and-Click-Adventure-Projekte quasi eingekauft und für Deutschland, für den deutschen Markt marktfertig gemacht hat und rausgehauen hat. Und da passt natürlich das Thema meiner Diplomarbeit sehr gut. Und in diesem, weil ich halt nicht wusste, was mache ich denn überhaupt nach dem Studium? Ich hatte ja gar nicht mal Zeit, so richtig zu duschen, geschweige denn zu schlafen. Und noch weniger eben mir Gedanken darüber zu machen, was mache ich eigentlich danach. Habe ich dann gesagt so, warum nicht? Mache ich doch mal. Und bin ich da vorbeigekommen und saß dann halt erstmal im Marketing von einem Spielepublisher, was halt einerseits sehr spannend war, aber andererseits halt auch tatsächlich hartes Boot für jemanden, der halt irgendwie jetzt monatelang so komplett eigenverantwortlich kreativ gearbeitet hat, dann halt erstmal solche Jobs machen, wie zum Beispiel Texte für Anleitungen setzen von Spielen anderer Leute. Das hat mich tatsächlich ein bisschen, ich war so in so einem Schwung, das hat mich so ein bisschen in meinem Schwung ausgebremst. Und damit ich nicht komplett depressiv werde, habe ich dann halt angefangen, mir so hier und da auch ein bisschen mir selber halt irgendwie versucht, die Aufgabe für mich interessant zu machen. Ich saß an einer sehr drögen Anleitung für ein sehr dröges Spiel von vom guten Benoit Sokal namens Paradise. Meiner Meinung nach, und da kann es unterschiedliche Meinungen geben, aber jetzt darf ich es halt auch sagen, weil ich nicht mehr mit irgendeinem Laden, der das jemals vermarktet hat, verbandelt bin, ein sehr dröges Spiel mit einem unfassbar überflüssigen Feature. Und zwar konnte man in einem Screen irgendwann beim Tag-Nacht-Wechsel plötzlich einen Leoparden spielen, der in seinem Käfig auf und ab tigerte. Und dafür gab es halt ein extra Interface. Also es gab eine neue Steuerung, die von der anderen Point-and-Click-Steuerung abwich. Und es trug nicht viel zur Story bei. Es war auch nicht spannend, es war auch irgendwie nicht cool. Aber es war der, in der Anleitung hieß es der Leoparden-Modus. Und ich musste halt
in die Anleitung reinschreiben, Leopardenmodus, so funktioniert er. Und danach saß ich dann an einer erfreulicheren Aufgabe, und zwar durfte ich die Anleitung für den zweiten Teil der Spielereihe Tony Tough machen. Der erste Teil, habe ich tatsächlich sehr gemocht, den ersten Teil von Tony Tough. Unter anderem spricht da übrigens auch der Monty, also unser Rufus-Sprecher, spricht halt den Tony Tough dort. Es war halt auf einem gruseligen Jahrmarkt, musste der kleinwüchsige, vertikal benachteiligte Detektiv Tony Tough halt irgendeinen Fall lösen. Es war ein schönes Point-Click-Adventure. So. Hallo. Und, was wollte ich sagen? Ja, es gab einen zweiten Teil, irgendwie 3D-ig, und es ging in Tony Tuffs Kindheit, und ich, ehrlich gesagt, bin mir bis heute nicht ganz sicher, ob das Spiel Sinn gemacht hat und ob ich es überhaupt wirklich jemals komplett gespielt habe. Ich musste halt die Anleitung machen, übersetzen quasi, ne? Also, und die übersetzte Fassung neu setzen. Und hab da ein bisschen rumgejazzt und halt irgendwie die Anleitung, irgendjemand aus dem Marketing, es kann sein, dass es halt irgendjemand war, der später halt auch bei Dedelic gearbeitet hat, sagt mal, die Anleitung war das Lustigste am ganzen Spiel. Das möchte ich halt, das glaube ich nicht, aber ich hab halt Spaß dran gehabt. Und hatte die dann fertig und war auch sehr zufrieden damit, so, ne? Endlich konnte ich mich ein bisschen austoben. Und ging dann zu Carsten in sein Büro. Ich war Praktikant und Carsten war halt Abteilungsleiter und setzte ihm das auf den Tisch und sagte so, ich bin fertig. Ich war damals halt auch kleiner und hatte noch keinen Bart. In meiner Erinnerung habe ich halt die ganze Zeit über so eine Propellermütze getragen. Ich keine Ahnung, ob das wirklich so war. Aber wenn ich mich halt irgendwie mich vorstelle, wie ich da stand, saß ich die ganze Zeit so da und habe halt so eine Propellermütze getragen. So wie man halt ist mit 12,5. Oder mit, in welchem Alter ich auch immer meine Diplomarbeit gemacht habe. So. Das müsste das Jahr 2016 gewesen sein. Und Carsten nahm halt das Handbuch in die Hand, blättert es so durch. Ja, finde ich cool. Ist ordentlich geworden, sagt er so. Nur eine Sache verstehe ich nicht. Hier in der Inhaltsangabe, da steht, auf Seite 13 ist der Leopardenmodus, aber der ist nicht auf Seite 13. Wo ist denn der Leopardenmodus? Ich so, natürlich habe ich einfach die Inhaltsangabe von Paradise, von diesem Benoist Vokalspiel, einfach mit Copy-Paste rübergenommen und habe vergessen, halt die nachträglich, natürlich ein peinlicher Fehler, wenn man halt irgendwie fürs Setzen von Texten zuständig ist. So, aber ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich so, oh, scheiße, ich habe es echt verbockt. So. Ich habe die Inhaltsangabe, wenn das so in Druck gegangen wäre, ne, sowas denkt man dann so. Aber stattdessen, statt halt in Panik zu geraten, habe ich gesagt, ja, du hast recht, Carsten, den habe ich vergessen. Hab die Anleitung wieder mit in die Hand genommen, bin rübergegangen und hab auf Seite 13 halt einen kleinen Absatz dazu geschrieben, wie man in den geheimen Leopardenmodus kommt. Und dann bin ich wieder rübergegangen, hab gesagt, jetzt ist der Leopardenmodus drin. Dann hab geguckt und gesagt, ja, okay, drucken wir so. Und weil die halbe Belegschaft von Carstens CDP-Abteilung halt bis zu dem Zeitpunkt, wo wir unser erstes eigenes Spiel veröffentlicht haben, seinen Weg halt in das Dedelic-Marketing gefunden hatte, waren die halt auch alle dafür, wir machen halt irgendwie jetzt einfach bei jedem Spiel, schreiben wir halt rein, wie man in den geheimen Leopardenmodus kommt. So, das ist die Geschichte dahinter. Ich hoffe, die war zufriedenstellend. So. Schau mal, oh, wie nett. Marzipin schickt ein Stufe 1 Abo an Camo 728. Hallo Camo oder Kamot oder Kamert. Camo finde ich aber am schönsten.
Hier, Just a Big Fan schreibt, Dankeschön, The Real White Herb, übrigens fürs nochmalige Cheeren. Du bist, bist heute aber auch in Partylaune, ne? So, Just a Big Fan fragt, was hat dich bzw. das Team bewogen, die Happy Ends aus dem Daedalic Games zu streichen? Ja, dazu muss ich sagen, dass damit hat das Team nichts zu tun. Das war, da habe ich die, da übernehme ich die volle Verantwortung. Die waren nie drin, die Happy Ends. Ich bin tief in meiner Seele bin ich ein trauriger Mensch. Ein freudloser Mensch, der sein Elend an andere Leute weitergeben möchte. An euch. Klingt das gut, wenn man es so sagt? Ist das. Oh, ich sehe schon, die Hälfte der Zuschauer weg. Naja, der Rest von euch. Guten Tag, wir haben hier Masochistenabend bei Poki. So, da kommt noch eine Frage von Timpani. Wirst du dich jemals nochmals dem Point-and-Click-Storytelling vergreifen und ein neues Spiel designen? Ich habe vor langer Zeit gelernt, niemals nie zu sagen. Weil mich, wenn ich Sachen ausschließe, dann fangen die nämlich an, mich anzuspornen. Deswegen wird es von mir kein Dementi geben. So. Aber ich habe auch noch sehr viele andere Sachen zu tun. Ich bin in einer Mission unterwegs. Ich muss erstmal die Musikbranche. Ich habe nicht mal an der Fußmatte geschabt. Ich habe noch nicht mal meine schmutzige, stinkende Schuhsohle, die halt noch von draußen aus der Gaming-Industrie kommt, habe ich noch nicht mal an der Fußmatte einmal abgetreten, so bei der Musikbranche. Ich möchte erstmal rein, mich umgucken, nach Möglichkeit alles kaputt machen und danach können wir wieder reden. So. Kannst du Edna 3 dementieren? Wie dementieren? Oh, du warst letztes Mal wohl nicht dabei. Nee, ich kann das Gegenteil machen. Wir haben an Edna 3 gearbeitet und das Projekt wurde eingestellt. Das ist eine Sache, die darf ich sagen, weil Daedalic die schon selbst quasi geleakt hat in einem Interview. Und das Projekt wurde eingestellt. So. So. Ja, das hast du mitbekommen. Dann warum fragst du denn noch? So. Habe ich neue Augen? War das erste Spiel, das ich gezockt habe. Das finde ich. Das wirft mich zurück in das Jahr 2000. Habe ich eben 2017 gesagt? Mit 2007 meinte ich natürlich, ne? Beziehungsweise 2006. 2006 war ich bei DTP. 2007 haben wir Daedalic gegründet. 2008 dürfte Edna erschienen sein. Und es war um und bei 2013, dass mir auf der Gamescom, ich erzähle diese Geschichte auch wirklich sehr häufig, irgendwann werden sich meine Anekdoten anfangen zu wiederholen. Also diese habe ich bestimmt auch schon mal in einem Stream erzählt. Und das ist etwas, das sitzt mir echt sehr tief in den Knochen. Lass es 2013 oder 2014 gewesen sein. Da war ich halt so gerade, fühlte mich halt so echt zum Establishment gehören. So, ne? Das war so das Jahr, wo es halt, wo ich halt über den Messefloor gelaufen bin und alle 5 Meter angehalten wurde. Und dann haben sich sogar kleine Träubchen gebildet und so weiter. Und irgendjemand sprach mich halt an auf der Messe und sagte: Du bist Poki!
Und ich so, ja, ich bin Poki. Du erkennst mich wieder. So, krass. Ich kann es immer noch nicht glauben. Und er sagt so, ich habe als Kind Edna Bricht ausgespielt. Ich so, ..." 2014, dann muss es vorher gewesen sein, vor dem Organon-Marsch. Also vermutlich eher 2013 oder vielleicht sogar noch früher. Auf jeden Fall, ich konnte das gar nicht glauben, aber natürlich kommt es rechnerisch hin, ne? Wenn er 2000, lass ihn halt irgendwie 18 gewesen sein und sich dann halt jetzt als Erwachsener fühlend oder lass ihn 19 gewesen sein oder so, dann war halt Edna zu dem Zeitpunkt halt schon fünf Jahre auf dem Buckel. Und er war halt damals 12 oder 13 so. Und dann kann man schon mal sagen, das habe ich als Kind gespielt. Aber ich guckte ihn halt an und sag, oh, ich habe seitdem nicht geschlafen. Und meint es halt einigermaßen ernst. Das ganze Leben war halt bis zu dem Zeitpunkt so eine Achterbahnfahrt für mich, wie ein langer Tag so. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass die Zeit vergeht, ne? Wir haben halt irgendwie die ganze Zeit über Sachen rausgehauen und ich, in meiner Vorstellung war ich halt noch überhaupt nicht gealtert, so. Dann spricht er mich halt plötzlich an und sagt so, ich habe als Kind Edna mich ausgespielt, ich bin nicht mehr klargekommen. So, das war diese Geschichte. Aber wir sollten auch langsam mal anfangen zu spielen. Jetzt reden wir ja schon fast eine Stunde. Oder der Stream läuft schon fast eine Stunde. Und wir sind auch mittlerweile rekordverdächtige, also für meine Verhältnisse. Ich bin ja nicht hier noch am ganz am Anfang meiner bescheidenen Streaming-Karriere. Wir gucken ja jetzt schon hier uns 200 Leute über die Schulter. Und deswegen. Die Zeit vergeht wie im Fluge. Jetzt erlebt ihr es auch mal, genau, so habe ich mich gefühlt. War es schon eine Stunde? War es? In deiner Kindheit? So. So, wenn derjenige, der mich damals angesprochen hat, hier im Chat sein sollte, du hast mich nachhaltig verstört. Ich rede auch noch 10 Jahre später darüber. Oh ja, das hoffe ich übrigens auch. Wie viel ist das in 100 Jahren? Wir haben damals halt auch, das war glaube ich Heiner, das jetzt das ist unangenehm. Mir fällt der Name seiner Firma nicht ein. Der hat mit zwei anderen Ex-Dedelic-Kollegen sich ausgegründet. Die haben halt diese tollen Leisure Suit Larry-Spiele gemacht. Ist das peinlich. Jetzt fällt mir die Firma ein. Helf mir bitte mal schnell, bevor ich noch in Grund und Boden... Crazy Bunch, Gott sei Dank. Bevor es irgendjemand von euch geschrieben hat. Ich bin noch drauf gekommen. Genau, also Heiner ist einer von den drei Ex-Dedelics, die Crazy Bunch gegründet haben. Zu spät... Matt Mo Mooney, das waren Alex, der Barbar und Heiner. Alle drei sehr partyfeste, absolute Lieblingsmitarbeiter von mir. Es gibt noch mehrere Lieblingsmitarbeiter von mir, aber die drei gehörten auf jeden Fall zu meinem Lieblingskollegenkreis. Und vor allen Dingen kamen die teilweise immer recht spät zu meinen Spielen dazu. Und die waren dann die Make Force, die dann halt irgendwie das Spiel den Tag gerettet haben und halt irgendwie alles fertig gemacht haben. Auf jeden Fall, Heiner hat, glaube ich, irgendwann zu der Zeit, als er noch bei Dedelic gearbeitet hat, stand da auf der Rampe und sagte, zu irgendeinem Thema, na, das ist jetzt schon 2 Jahre her, also 6 Dedelic-Jahre. Und das stimmt irgendwie, genau, es gab so Dedelic-Jahr, wir haben irgendwie die Zeit gestaucht. Da gab es eben auch so eine Umrechnung, wie Menschenjahre zu Hundejahre. Dedelic-Jahre war anders aufgebaut. So. Gut,
Aber ich würde sagen, genau, auch bei der Grafik haben übrigens noch zu viele ehemalige Delaidianer oder zumindest Freelancer, die halt eben auch eng und viel mit Dedek zusammengearbeitet. Gerade vorhin war ich habe ich ein bisschen gezeichnet. Ich zeichne ja immer für unsere Patreon, also von unserer Band. Mit unserer Band haben wir einen Patreon-Account. Die Band heißt Baumann, Bergmann, Folkinson. Jetzt muss ich mal kurz rübergehen und hier einen Shoutout raushauen. Shoutout. Wenn ich das jetzt richtig schreibe, oh, das muss ich lieber erstmal nachgucken. Ich glaube, es ist Nudie Draws. Ich habe unseren Patronen versprochen, dass ich ihnen Pinguine zeichne, wenn sie ab dem Teil Südpolfreund in abonnieren. Da wollte ich aber jetzt gerade gar nicht drauf. Ich wollte auf Twitch gucken, wie heißt Nudi eigentlich auf Twitch. Und viel zu laut. Was auch immer da passiert, ist zu laut. Ich muss mal kurz gucken. Die müsste ja auch in meiner Liste hier sein. Nudi Draws. Genau, so mache ich das. Und jetzt gebe ich ihr einen Shoutout, weil ich habe dann halt, die macht häufiger vormittags so einen kleinen chilligen Coworking-Stream, wo sie halt zeichnet und halt dabei ein bisschen quatscht und damit sie nicht ganz alleine ist, sich freut, wenn ihr Leute über die Schulter gucken. Und da hat sie so ganz chillige Musik im Hintergrund gehabt und ich habe das einfach angeguckt und habe halt auch dabei gezeichnet. Und das hat sich fast so angefühlt, als würden wir bei Dedelic mal wieder halt irgendwie an benachbarten Schreibtischen sitzen. Die hat auch für Crazy Bunch gearbeitet. Und deswegen gebe ich ihr jetzt nochmal einen Shoutout. Die wird sich freuen, wenn der ein oder andere bei ihr reingespült wird. So. Guckt da gerne mal rein. Aber die streamt meistens halt so um die Mittagsstunden und so. Wie gesagt, so ein Coworking-Ding. Genau. Jolot ist halt auch so einer, der halt bei den Crazy Bunch mitgearbeitet hat, bei den Leisure Suit Larry Leuten und noch etliche andere. Genau. Es gab ja 1 Million Dedelianer in der langen Dedelic-Vergangenheit. So viele tolle Leute kennengelernt damals. Und über ein paar berichte ich jetzt auch, wenn es heißt Let's Watch, Let's Play. Warte mal. Apropos Pings. Unsere Patreon, die uns halt wegen der Band unterstützen, das heißt, das war jetzt kein Aufruf, sondern das war ein Aufruf, hört euch erstmal unsere Musik an, Baumann, Bergmann, Folkinson, und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr das für unterstützenswert haltet. So. Aber einer unserer Pings, der hat mir vorhin aus irgendeinem anderen Stream, den ich mal gemacht hatte, folgenden Clip zukommen lassen. Ich hatte wieder ganz vergessen, dass ich das gemacht habe. Aber der passt hier natürlich und deswegen muss ich den einmal abspielen. Für alle, die nicht wissen, was passiert, Poki reagiert. Genau, das ist jetzt der. Wir haben Ende letzten Jahres irgendwann so einen kleinen Stream gemacht, das Jingle Camp. Und da haben wir halt die ganze Zeit über nur Jingles aufgenommen. Unter anderem eben für den Twitch-Kanal, dass ich halt irgendwie für jede Rubrik einen Jingle habe. Aber den haben wir damals nicht aufgenommen. Und den habe ich dann irgendwann während irgendeines anderen Streams mal nachgereicht. Und genau, und wusste schon gar nicht mehr, dass ich die gemacht hatte. Aber wir wollen ja was anderes machen. Und hier. Ah. Da sind wir wieder. Aber Moment mal, das Bild ist viel zu groß. Weil das ist noch fürs Zeichnen eingestellt. Da muss ich noch mal ganz kurz Hand anlegen. Moment. Das gefällt mir nicht. Da seht ihr nur die Hälfte. Das kann so nicht gemeint sein.
Einen Augenblick, ich hab's gleich. Das hätte ich natürlich auch vorher überprüfen können, aber meine Güte, wer bin ich denn? Professionell oder was? Nö, ich bin Poki. Schluder-Poki. Der alte Poki. Schmoki. Der Einarmige unter den Blinden. Poki. So. Da sind wir. Okay. Ich dachte, ich steige nochmal in die Cut-Szene ein, zum Einstieg, damit wir einen guten Anbinder haben, und ich lasse jetzt einfach laufen, weil hierzu habe ich ja schon was gesagt, dann können wir uns das auch einmal nochmal anhören, ohne dass ich dazwischen blubber. Es sei denn, es fällt mir was Neues ein. Das hat mir wieder viel zu lange gedauert. Sind jetzt endlich alle da? Freeman fehlt, Frau Oberin. Kein Wort mehr. Ah, nein. Nein, nein. Ah, ihr habt ja total recht. Ich muss unbedingt einen Adblocker oder YouTube Premium installieren. Es tut mir so leid. Ich finde das auch selber furchtbar. Ich bin so unprofessionell. Alle Spiele auf dem Klostergelände untersagt. Außerdem wird der Nachtisch bis auf Weiteres gestrichen und die Bettzeit um eine Stunde vorverlegt. Und falls ihr euch wundert, es ist das Fehlverhalten einer speziellen Mitschülerin, das mich dazu gebracht hat, diese Maßnahmen zu ergreifen. In meiner Ratlosigkeit habe ich sogar beschlossen, einen Experten zu Rate zu ziehen. Es handelt sich um einen renommierten Psychologen, der hier im Kloster Zucht und Ordnung wiederherstellen wird. Die Untersuchung findet heute Abend statt. Der Doktor wird euch die Flausen ein für alle Mal austreiben. Und so viel kann ich euch garantieren. Das wird keine angenehme Erfahrung. Ach, Adblocker darf man gar nicht benutzen. Eine psychologische Untersuchung? Oh, Lilly. Es geht dabei bestimmt um mich. Ich brauche dringend einen Plan. Triff mich bei den Betten. Ich werde deine Hilfe brauchen. Ihr habt den Rest des Tages frei, um über eure Fehler nachzudenken. Wehe euch, wenn mir zu Ohren kommt, dass ihr neuen Unsinn anrichtet. Und Lilly, ich erwarte dich in meinem Büro. Sofort. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Lilly. Bist du überhaupt in... Ich beantworte jetzt mal eine Frage von Tim Pipani, die ich halt sehr gut finde. Erstmal interessiert mich, aber bevor ich... Man darf keine Adblocker mehr benutzen. Das finde ich interessant. Das hätte ich nicht gewusst. Im letzten Stream sagt noch jemand, unbedingt Adblocker benutzen. Das heißt, man darf das gar nicht mehr. Das ändert sich aber auch täglich. Das mit der YouTube-Premium-Geschichte, das kriegen wir auch selber irgendwie hin, wenn man das nur einsehen würde. Ich kann gleich noch was zu meinem YouTube-Rant von letztem Mal sagen. Das muss ich sogar. Unbedingt, erinnert mich dran. Aber erstmal wollte ich folgende Frage: Hatten die Charaktere in Edna während der Diplomarbeit auch schon Synchronsprecher? Oder waren dort lediglich Untertitel? Ich hatte auch noch nicht alle Texte geschrieben. Also diesen Wahnsinn, dass ich halt wirklich jede Interaktion abfange, die habe ich erst nach der Diplomarbeit durchgezogen. Quasi in der Gründungsphase von The Delic. Da saßen wir bei Carsten zu Hause in der Wohnung, in seiner VHS-Videosammlung, in seinem Raum, wo er quasi seine gesammelten, er ist Sammler und sammelt VHS-Videos nach Label sozusagen, also nach Verlag sortiert. Und da schrieb ich die Texte. Aber da haben wir dann auch schon trotzdem, haben wir schon Text aufgenommen. Wir haben den Text, die Sprachaufnahmen zu Edna bricht aus, haben wir in zwei unterschiedlichen Schüben gemacht, was ja ungewöhnlich ist. Und sogar in zwei unterschiedlichen Studios. Das erste war halt ein Studio von einem Freund von mir, wo ich halt auch schon meine erste CD aufgenommen hatte.
Und dann habe ich erst Finn kennengelernt, glaube ich. Oder dann hat Finn erst sein Studio gegründet, Periscope. Und dann haben wir den zweiten Schwall an Sprachaufnahmen bei ihm im Studio gemacht. Da standen aber noch die Kreissägen im Vorraum. Also da haben die noch immer am Studio gebaut. Das war seine Diplomarbeit, das Periscope-Studio, der technische Unterbau. Er hat dasselbe studiert wie ich. Und so unterschiedlich konnte es sein. Meine Diplomarbeit war bricht aus und seiner war ein Tonstudio. So, aber mit zwei anderen zusammen. Und das, genau, und es ging da noch um die geheime erste CD, also die ihr nirgendwo findet, außer ihr fragt Wingping, alias Lady Blanche, die halt finsteres Hintergrundwissen hat. So. Und genau, so, also zu meiner Diplomarbeit war das Spiel schon durchspielbar, hatte aber noch nicht alle Grafiken und noch nicht alle, also noch nicht alle Animationen und noch eben diese ganzen Objekte, also diese ganzen Kritzeleien und Senfflecken und so weiter, die habe ich halt erst reingebaut, während ich die Texte geschrieben habe. Das ist halt natürlich der Vorteil gewesen, ich habe die Texte geschrieben und war der Einzige, der sich mit dem Skript auskannte und habe dann halt an manchen Stellen halt stattdessen in das Skript, also da war nicht halt irgendwie schon fertiges Skript und da waren die Lücken für die Texte, sondern ich habe halt quasi die teilweise eben auch die ganzen Funktionen und gleich auch die Inszenierung und alles drum und dran, also ne, wo laufen die Charaktere hin, während sie miteinander sprechen und so, und das auch gleich getestet, während ich geschrieben habe. Also das Spiel ist sehr auf diese Weise sehr organisch gewachsen auch. Ja. Und es, also andere vermeintliche Unprofessionalitäten, die wir uns halt bei Edna bricht aus noch leisten konnten, waren halt eigentlich etwas, was halt eher Luxus war. Also das, manchmal ist es ein bisschen, ist ein bisschen Cheat so. Aber es war halt während meiner Diplomphase und noch vor Gründung der Delix und bevor wir eine Unterschrift hatten, war das halt ein unbezahltes Studentenprojekt. So, ne? Das war, und da hatten wir dann halt den Luxus, weil quasi jeder sozusagen noch so für die gute Sache dabei war, sowas zu machen, dass wir Alian und Alex, also die Sprecher von Edna und Harvey, zu zweit gleichzeitig ins Studio setzen konnte, obwohl Harvey halt irgendwie nur jeden fünften Blocks mal einen Text hatte und die quasi Head-to-Head aufgenommen haben. Also die saßen wirklich beide im Aufnahmeraum die ganze Zeit über und haben halt miteinander spielen können. Und das kann man sich eigentlich nach normalen Marktbedingungen kann man sich das halt so gar nicht leisten, dass dafür halt Geld auszugeben, dass ein Sprecher halt 75% seiner Zeit halt einfach nur rumsitzt und halt irgendwie Faxen macht oder halt irgendwie darauf wartet, dass halt auch mal eine Zeile hat. So. Und weiter geht's. Das durften wir nie wieder machen, später. Head-to-Head-Mikro-Dingens. Hätte oftmals gut getan. Also für Edna war es qualitativ halt toll, weil die beiden haben sich halt so schauspielerisch einfach gegenseitig angestachelt und angesteckt, so, ne? Und haben halt einfach zusammen auch Spaß gehabt in der Sprecherkabine. In der Lage, jemals etwas richtig zu machen? Kein Wort mehr. Deine ständigen Ausflüchte machen mich nur noch wütender. Dankeschön. Jetzt steh ja doch nicht so dümmlich in der Gegend herum. Ja, wird's bald? Füttere die Katze. Siehst du nicht, wie ausgemerkt und Lumpi schon wieder ist? Du bist King. Ja, ich finde übrigens die Bilder an der Wand immer sehr schön. Hier in der vorherigen Szene war das ein lustiges Abendmahlbild. Da müsst ihr euch mal den Jesus genau angucken. Der sieht schon recht spaßig aus. Und außerdem tut mir Edna ein bisschen leid. Und ich habe ein bisschen Angst vor der Topfpflanze. Aber vielleicht kann man ja die Mutter Oberin da irgendwie reinstopfen. Ach ja, wir machen ja, da höre ich hier meinen lieben, guten, alten Bartbruder. Wir machen ja, wir gucken ja nicht nur das Spiel, wir gucken ja vor allen Dingen das Let's Play von Erik. Ich glaube, zu Gronkh habe ich ja letztes Mal eine Frage beantwortet. Alles andere war halt direkt zum Spiel.
Was ich ganz, was ich tatsächlich sehr begrüße, das ist halt hier genau Fragen zu Sachen kommen, die, auf die ich auch Einfluss hatte. So. Übrigens, im letzten Stream habe ich auch schon erzählt, hier oben irgendwo, da ist dann die Taube, die Muris benutzt. So. Aber die kommt ja erst viel später im Spiel. Jetzt habe ich es gespoilert. Oder vielleicht können wir ja auch die Fliegerbombe als Tampon verkaufen oder irgendwas. Mal gucken, Alter, was sich da so anbietet. Was haben wir denn hier? Ein Haken. Ein hübsches Gemälde mit zwei Gucklöchern als Auge, wie es aussieht. Und Lumpi, die wunderschöne, zarte Katze. Und ein Futternapf. Lumpi hatte Hunger. Oder er war müde. Oder gelangweilt. So genau wusste man es bei ihm nie. Vielleicht war er einfach ausgestopft. Man weiß es nicht. Lumpis Futternapf war reich verziert. Als Haustier der Oberin hatte man bestimmt ein wundervolles, erfülltes Leben. Im Gegensatz als Klosterschülerin, wie wir alle ja wissen. Wir sind ja alle Klosterschülerinnen hier. Auch du bist eine Klosterschülerin. So, Quittungsspieß kann man bestimmt nichts mit anfangen, weil die Alte gleich wieder auf Tisch springt. Trödel nicht rum. Fütter die Katze. Blöde Kuh. Topfpflanze. Die lustige Blume schien Lilly zu mögen. Zumindest beugte sie sich unmerklich nach vorne, sobald Lilly in die Nähe kam. Vielleicht möchte sie ja gekrault werden mit einer Spitzhacke. Ich dachte, jetzt greift uns die Pflanze an, aber offenbar können wir hier noch so. Einfach hinschleichen. Stopp! Was tust du denn da? Schlecht, Lilly. Ganz, ganz. Das ist so wie. Eigentlich ist es halt so fast. Fast gar nicht bemerkenswert. Aber ich weiß, bin mir ganz sicher, dass das hier eine Zeile von René ist, die, also Harveys neue Augen habe ich mit einem meiner engsten Dedede-Kollegen zusammen gemacht. Der war schon sporadisch bei Edna bricht aus dabei. Und kennengelernt habe ich ihn während eines Kurzfilmprojekts. Da war, hat er Continuity gemacht. Der Film der nie veröffentlichte Film Eschers Casting, über den ich auch noch was erzählen könnte, wenn es euch interessiert, aber nur dann, weil das sprengt bestimmt den Rahmen. Das war auf jeden Fall ein Film, der auf jeden Fall Continuity gebraucht hat, aber er hat sich halt während der zweitägigen Dreharbeiten, oder waren es drei Tage, ich bin mir nicht ganz sicher, es war so ein Wochenende, wir durften im Keller unter der Hauptaula der Hamburger Universität unter dem Audimax, da gibt es so einen kleinen Partykeller, der gehört zur Ponybar. Die Ponybar ist halt eine Kneipe auf dem Unicampus der Hamburger Universität. Und das ist eigentlich auch direkt dem gegenüberliegenden Ende des Hauptcampuses. Auf der einen Seite ist die Ponybar und auf der anderen Seite in der Ponybar hat auch mal Finn gespielt übrigens mit seiner Band, aber ich schweife ab, ich habe immer so viel zu erzählen und muss mir halt eigentlich immer die Hälfte verkneifen, so und genau, da durften wir drehen und das war ein recht aufreibender Dreh. Die Kulisse übrigens, die hat ihren Weg, das war kurz bevor ich angefangen habe, Edna bricht auszumachen, da haben wir diesen Kurzfilm gedreht und René hat mir am Anfang ein bisschen geholfen mit der Geschichte so und von Edna bricht aus. Ich hatte, als das Ganze noch eine, also quasi als die Tech-Demo ein Projekt für einen Projektschein im Vorfeld meiner Diplomarbeit war, habe ich mir die Geschichte ausgedacht und ich hatte so eine kleine Taskforce an Leuten versammelt, die halt auch noch alle Projektscheine brauchten. René gehörte nicht dazu. Der brauchte keinen Projektschein, weil er damals halt eben kein Kommilitone von mir war. Der war halt einfach mit mir befreundet und saß halt einfach gerne dabei und hat Sachen mit eingebracht. So. Aber er war einer unserer ersten Mitarbeiter bei Dedelic. So. Da habe ich halt einfach quasi meine besten Freunde, mit denen ich wusste, dass ich mit denen am besten zusammenarbeite und die halt eben auch direkt von der Uni kamen, halt um mich geschart und mit denen quasi die
die Dev-Abteilung erstmal gegründet, bis wir halt irgendwie, aber René ist, also Olaf ist dann halt irgendwann ausgestiegen, da hat er gemerkt, so okay, Gamesbranche, das ist vielleicht ein bisschen zu wild für meine arme Monk-Seele, so, und René ist halt geblieben, der ist zwischenzeitlich, ist er dann nochmal gegangen, hat Game Design studiert, kam dann nochmal wieder und dann blieb er quasi bis zum Schluss, aber der hat mit mir zusammen an New Beginning gearbeitet, war dann halt während Deponia, also bei Whispered World hat er weiter an New Beginning gearbeitet, während ich an Whispered World saß. Dann hab ich ja erstmal am Konzept für Deponia gearbeitet. Da war halt auch nicht dabei. Dann kam Harveys Neue Augen, da haben wir wieder zusammengearbeitet und dann war er erstmal wieder weg für Deponia und kam erst für Deponia 4 zurück. Also bei Deponia Doomsday war er dabei. Genau. Aber hier, das ist halt eine René-Zeile. Schlecht, Lilly. Ganz, ganz schlecht. Die fand ich halt so, die hatte er im Dummy-Script. Das war, da haben wir halt einfach, während wir unsere Ideen halt hier zusammengebastelt haben, René sitzt übrigens auch, habe ich nicht vergessen zu sagen, der ist einer der Charaktere, die in der Gruppentherapie für Spieleprogrammierer sitzen. So. Ich heiße mittlerweile Baumann, weil ich geheiratet habe. Und damit ich zweimal im Bandnamen auftauche. Das war so ein Trick. Ich fand mich unterrepräsentiert. Der Pokinson, mein Vorschlag war ja Pokinson, Bergmann, Baumann. Und da haben die gesagt, das klingt aber nicht. Baumann, Bergmann, Pokinson, das geht halt viel besser von der Zunge. Da muss ich sagen, haben sie recht. Und dann habe ich mich halt einfach auf Umwege wieder nach vorne gemogelt. Das passiert halt, wenn man eine Profilneurose hat. Genau. Aber was soll ich denn machen, wenn ich sogar zu dem Satz ganz, ganz schlecht habe ich halt jetzt 10 Minuten zu erzählen gehabt. Also machen wir lieber weiter, oder? Schlecht. Du müsstest eigentlich wissen, dass Lumpi kein normales Katzenfutter ist. Aber du hast mich zum letzten Mal enttäuscht. Hier ist das Rezept für das richtige Katzenfutter. Wahrscheinlich Kinder. Bring es zu Doris, der Kantinenfrau. Dort stehen genaue Anweisungen, wie Lumpis Essen zubereitet werden muss. Außerdem findet Doris darauf meine Bestellung für heute Mittag. Irgendjemand ist im letzten Stream vom Glauben abgefallen, als er herausgefunden hat, dass Lilly und Gold dieselben Synchronsprecher sind. Und da habe ich halt erzählt, dass auch Spot heißt das Spot? Doch. Von Whispered World halt auch dieselbe Synchronsprecherin ist, nämlich unsere Seneca. Aber jetzt pass mal auf. Doris ist auch dieselbe Synchronsprecherin. Seneca hat vor allen Dingen das erstmal richtig bei Doris vom Leder gelassen. So. Hast du das verstanden? Aha. Und jetzt raus mit dir. Ich muss die Ankunft von Dr. Marcel vorbereiten. Seine neue Methode zur Charakterkorrektur wird mir in Zukunft hoffentlich solchen Ärger ersparen. Mensch, looks like Leak ist auch dabei. Da freue ich mich aber. Mit seinen neuen Methoden zur Charakterkorrektur. So viel gab's bei uns nicht. Wirklich? Ich brauche hierfür irgendwie auch ein Makro. 70 Millionen. Nein. Oh. Das wird ja auf die Dauer, wird das halt echt anstrengend, wenn ich das immer so mache. So. Lilly fühlte sich miserabel. Oder ich brauche tatsächlich ein Premium-YouTube-Ding. Diese Charakterkorrektur würde alle Schwierigkeiten beheben. Lilly schauderte bei dem Gedanken. Sie hatte Geschichten über Dr. Marcel gehört. Schaurige Geschichten. Oh nein. Sie sollte Edna von dieser Neuigkeit berichten. Vielleicht? Dr. Marcel, sagst du? Dann hat sich meine schlimmste Befürchtung bewahrheitet. Der Doktor und ich haben noch eine alte Rechnung offen. Ich bin mir sicher, er ist meinetwegen gekommen. Lilly,
Ich kann nicht länger hierbleiben. Ich werde das Kloster verlassen und für eine Weile untertauchen. Die Sache hat nur einen Haken. Dieser Garrett, der hier überall rumspukt. Ich glaube, er spioniert für die Oberin. Solange er seine Nase in alles hineinsteckt, kann ich mich nicht frei bewegen. Denkst du, du findest einen Weg, ihn von mir fernzuhalten? Aha. Boah, Lilly. Du bist wirklich schwer in Ordnung. Was würde ich bloß ohne dich machen? Ach was, wir sind doch beste Freundinnen, Edna. Ist doch gar kein Problem. Lilly hatte Edna noch nie so besorgt gesehen. Nicht einmal in der Nacht, als sie die Sakristei in Brand gesteckt hatte. Oh. Und? Kommst du voran? Ja, geht so. Aber ich habe da noch mal ein paar Fragen. Zum Beispiel über den Garrett. Cool. Du hast also an deiner Nummer als Tierstimmenimitator gefeilt. Aber davon kannst du mir später noch erzählen. Erst einmal müssen wir diesen Garrett loswerden. Ich bin mir sicher, dass er für die Oberin spioniert. So, übrigens ein Detail. Ich kann mich hier... ich habe mich während unseres ersten Streams und habe es dann nicht kommentiert, habe es mir ein bisschen verkniffen und für später aufgespart, habe ich mir selbst so die Frage gestellt, kann ich mich eigentlich überhaupt noch so richtig, richtig dran erinnern, wie ich diese Hintergründe gezeichnet habe? Und doch, so ein bisschen kann ich mich hier dran erinnern, wie ich halt hier an den Linien gesessen habe. Und an den Lichtkanten nachher und so weiter, ne? Schatten, Layer setzen, Lichtkanten zeichnen, so. Und was ich halt hier einmal rausstellen möchte, ist, es gibt ja hier es gibt ja auch so Mikro-Design-Entscheidungen. Und habe ich mich halt gefragt, was hängt denn bei Lilly quasi in dieser sowieso eigentlich schöne Idee mit diesen Schlafalkoven. Ich weiß gar nicht, aus welcher Partition meiner Hirnrinde das halt rausgebrutzelt ist, dass es in einem Kloster halt hier so kleine Abteile wie Disco-Pissoir-mäßig oder Messe-Pissoir-mäßig halt irgendwie so abgetrennte Zellen mit, aber dann die hat man nicht mal für sich alleine, sondern eben zu zweit. Das finde ich eigentlich tatsächlich ganz schön. Ich war ja, also ich habe jetzt nicht angefangen, irgendwelche Sachen zu recherchieren. So. Aber hier diese Mikro, sondern habe einfach gedacht, so ja, das macht irgendwie Sinn. So, und im Regal sind halt die ganze Zeit über dieselben Sachen. Interessant, bei Edna sind keine Sachen. Ja, da ist einfach nichts im Regal. So, die wechselt ihre Klamotten halt nie. Aber hier, diesen Bereich finde ich halt sehr interessant. Ich habe mich halt so gefragt, so was hängt Lilly, was gibt es denn an persönlichen Sachen von Lilly? Und Lilly hat halt diese Stickereien. Wir lernen ja später ein bisschen mehr zu dem Thema Lilly und die Stickereien über, wie heißt sie noch gleich? Birgit? Aber die Motive... Auswahl, die Lilly hat, die finde ich halt einfach Wen haben wir denn da? Dankeschön, Dread Cure. Ich habe ja bestimmt 1000 Sachen vergessen. Danke übrigens auch Marzipan fürs Cheeren vorhin. So, habe ich Schneidkeiter? Habe ich bestimmt schon. So, ich hole hier und da immer noch mal ein paar Dankeschöns nach. Auch fürs Folgen natürlich. Alle, die gefolgt haben die ganze Zeit über, ich danke euch, aber ich komme ja nie voran, wenn ich da auch jedem nochmal einzeln begrüße. Ich begrüße euch alle. So, das finde ich tatsächlich irgendwie einfach sehr, sehr gelungen, den Ton getroffen. Woran arbeitet Lilly? Wie sieht es in Lillys Kopf aus? Es soll ja für uns ein Geheimnis bleiben, so. Und das ist halt genau die Art von Gruseligkeit, die mir immer vorschwebte bei Lilly. Lilly ist, wir spielen halt einfach den weltgruseligsten Charakter. Eine Klosterschülerin, die so halt irgendwie unter der Fuchtel steht, dass sie halt nichts von sich preisgibt. So.
Auch uns nicht, die wir sie spielen. Wir wissen einfach nicht, wer sie ist. Der Erzähler hat keine Ahnung, wer sie ist. Und er findet halt die ganze Zeit über einfach nur irgendwas, wie es in ihrem Kopf aussieht. Und er hat auch gar kein Interesse daran zu wissen, wer sie ist. Das macht sie halt einfach alles so schön unheimlicher. Und hier in diesen kleinen Details, in ihren Stickereien, bricht sich halt so ein bisschen die Unheimlichkeit von Lilly so richtig Bahn. Das ist Lillys Werk. Sie setzt sich dahin und überlegt sich, was stick ich das hier? Es ist einfach der Gipfel. Der Gipfel der Unheimlichkeit. Dann frage ich doch mal über meine Lieblingsfreundin Edna aus. Es tut mir leid, dass ich dir nicht helfen kann. Aber ich darf nicht riskieren, dass Dr. Marcel mich findet. Du weißt ja, klar, was man sich über ihn erzählt. Es ist alles wahr. Wenn man drüber außer nachdenkt. Die Geschichte mit dem Orang-Utan. Die habe ich in die Welt gesetzt. Das hätte ich nie von Marcel gedacht. Also da bin ich jetzt ein bisschen, also ich bin empört. Und so sieht er also aus, der Herr Dr. Looks-like Link. Ach Mensch, ich hatte den noch ganz anders in Erinnerung. Nicht so laut. Dr. Marcel hat seine Ohren überall. Wenn du genau hinhörst, kannst du sogar den Wind in seinen Ohrhaaren hören. Mit dem Typ ist nicht zu spaßen. Du kennst die Gerüchte, ja? Also nimm dich vor ihm in Acht. Er ist böse. 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 Na gut, dann beenden wir den Dialog und versuchen unser bestes Stickkissen. Das sieht aus wie eine Mütze. Kann man sich auf den Kopf setzen. Lilly hatte kein Talent. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst. Dann habe ich es nachträglich noch kommentiert. Aber eigentlich habe ich es damit kaputt gemacht, oder? Die bekam Lilly nicht gut hin und wurde oft beschimpft. Mitnehmen können wir das auch nicht. Murmeln! Lilly wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt. Oh. Oh Mann, ich kann mich selber an diese Texte nicht mehr erinnern. Das war schön. Vorlage, angetäuschte Pointe, echte Pointe. Wundervoll. Ah, da bin ich tatsächlich ein bisschen stolz auf mich. Ja, da ist es zurückgemurmelt. Wundervoll. Hattrick. Ja, ein Murmeln geht durch die Menge und wir nehmen die einfach mal mit. Geht sogar, schön. Noch mehr Stickkissen. Lilly hatte kein Talent. Die obere, aber ja, selbst. Okay, das kennen wir schon. Können wir eins mitnehmen hier? Nee, ne? Auch nicht so als Sitzkissen vielleicht. Wäre doch auch gar nicht schlecht. Oder den Tisch aufmachen, geht das in den Schlafsaal. Ich drücke mal die Leertaste und kann nur das beides machen. Okay. Nee. Wie oft kommt denn hier Werbung, sag mal? Muss ich das jetzt die ganze Zeit über machen? Ich dreh durch. So. Lillys Schlafzimmer. Okay. Hallo. Chai und Zucker. Chai und Zucker. Oder Zucker oder wie auch immer. Shibuya Power! Alle vier Minuten? Oh nein, bitte nicht. Oh. Volcano Panaloka! Shiny Rainbow Miyu Yuzaka! Shing! Shing! Ich glaub, die spielen. Das hat mir auch René quasi als so ein kleines Gift so. Der hat gesagt, und dann sind da zwei Shibuya Girls. Ja, wirklich überhaupt keine Ahnung, was Shibuya Girls sind. Ich meine, man muss sich auch vorstellen, das war 2011 oder wann? Keine Ahnung, 10, wo, möglicherweise, wo wir dran gearbeitet haben. Und er sagt so: Ja, wir brauchen da unbedingt zwei Shibuya Girls. Was sind Shibuya Girls? So, der hat jetzt so japanophile, weißt du nicht, was Shibuya Girls sind? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was Shibuya Girls sind. Kennst du Internet? Ich so, keine Ahnung, was Internet ist. Und dann musste ich halt die Texte für die schreiben. Und dann ist so, bevor ich jetzt anfange, irgendwas zu recherchieren, ziehe ich mir einfach irgendwelchen Unsinn aus dem Arsch, wie ich halt einfach denke, dass die reden müssten. Das ist ganz gut angekommen, glaube ich. Gerade Yu-Gi-Oh! Oder sowas. Ich kenne mich da nicht aus. Shibuya Power? Shibuya Power! Shibuya Power! Mann, du bist voll nicht im Trend. Wie du schon alleine rumläufst. Weißt du denn nicht, dass Shibuya und nur Shibuya alleine jetzt in ist? Wo ist dein Glitzer?
wo sind deine Japano-Accessoires? Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ching! Ching! Ching? Oh Mann! Du bist ja voll daneben, Lady. Dieses erste Wort, ne? Scheiße, und ich habe mein Cosplay-Kleidchen gerade in der Reinigung. So eine Kacke. Hätte ich jetzt schön mitmachen können. Naja, hier, Haarnadel. Oh, der Rest von Tokio ist voll out. Was starrst du denn so auf meine Frisur? Sag bloß, du hast es auf meine original Marushi Niyoki Haarnadel abgesehen. Kannst du das glauben, Shai? Nichts glauben, nur wissen. Kriegerin des Lichts sehen mit der Kraft der Liebe. Für wen hält die sich überhaupt? Für Soki Nuroshi Miyako Hagatsu, den Erzfan von Hiroyoshi Superfrog? Nieder mit den dunklen Mächten! Vertraue auf den Elfenzauber des Glitzerstaubs! Genau. Jeder weiß doch, dass sich ein echtes Shibuya-Girl nur im äußersten Notfall von seiner Haarnadel trennt. Und nur im Angesicht des Todes. Miyoroshi Glitzerschein! Mystische Gestalt des Wolfes! Mystische Gestalt des Wolfes! Kamanukri! Shing! Und überhaupt... Wie kommst du überhaupt auf die Idee, da an solchen Stellen hilft es halt als Autor, wenn du halt einfach, wenn du gar kein wirklicher Autor bist, sondern einfach nur ein funktioneller Psychopath wie ich, der sich halt einfach nur ultra gut anpassen kann und halt einfach denkt so, ja, du musst einfach so tun als mit der größten Überzeugung einfach so tun, als wüsstest du, worüber du schreibst. Dann versuchen alle dich nachzugoogeln, bevor sie das gemacht haben. Bist du schon über alle Berge. Dass wir dir etwas von unseren persönlichen Dingen überlassen. Schließlich hast du dich noch kein bisschen für die Zerstörung des Staates eingesetzt oder irgendwelche anderen radikalen paramilitärischen Aktionen eingeleitet. Die dunklen Mächte dürfen nicht abziehen. Bei Marte vielmehr. Du hast auch noch nie dabei geholfen, die Schule zu zerstören. Müssen wir als Kriegerin des Lichts wirklich die Schule zerstören? Das kommt mir etwas Hardcore-mäßig vor. Aber Riot Girl macht das auch. In Band 453 auf Seite 31 platziert sie einen von Nagayuso Sprengzonen im Lehrerzimmer, als die dunklen Mächte Musushi Rainbow entführt haben. Shibuya ist cool. Hiroshi Glitzerschein! Na, wartet. Im Namen des Mondes werde ich euch bestrafen. Später. So, jetzt erstmal bei der Macht von Grayskull. Ich, Miyurushi Glitzerschein, pipapo, ich gehe in die Haupthalle. Das war eine sehr dialoglastige Zeile, das stimmt. Seite. Satz 17. Auch. Da sieht man dann doch, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, merkt man, ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, wovon ich gesprochen habe. Ich habe einfach gedacht, ich bügel einfach so dermaßen drüber, dass alle anderen, die halt irgendwie, dass die gesamte Shibuya-Community damals eben noch nicht so groß oder alle, die halt irgendwie Mangas lesen, damals noch nicht so viele, dass die halt alle denken so, oh, ich habe was verpasst. Da kennt sich jemand einfach viel besser aus als ich. Einmal so einmal komplett durch den ganz Körper Blutgrätsche so. Garrett. Cool auch, dass Erik, schnelle Auffassungsgabe der Junge, ne, dass er halt jetzt schon quasi den Charakternamen diesem Charakter zu sortieren kann. Obwohl das ja eigentlich quasi, der ja noch gar nicht direkt angesprochen wurde, also ich meine, der wurde halt von Edna eben angesprochen, aber da war Garrett ja nicht im Raum. Und jetzt weiß Erik schon aus irgendeinem Grunde, das muss Garrett sein, der über den gerade gesprochen wurde. Richtig geraten? Der sieht schon so sympathisch. Aha, da war Garrett ja schon. Lily ja, beobachtete, wie der schmierige Mitschüler in der Kapelle verschwand. Nichts wie hinterher. Aber echt mal, gleich nachdem wir uns umgesehen haben, und da ist ja auch schon ein Ballon im Kronleuchter. Es war hoffnungslos. Ednas Ballon hing außer Reichweite. Können wir da vielleicht mit der Hake, die wir gar nicht mehr haben? Rezept, ach, können wir vielleicht mal lesen? Lily würde das Rezept später lesen. Sie sollte das Essen ja nicht selber zubereiten, sondern es lediglich zu Doris bringen.
Ach so, ich dachte, wir sollen da selber suchen. Naja, gut. Vielen Dank, lieber Herr Erzählermann, dass du uns das hier so darlegst. Murmeln. Lili wusste nichts mit diesen Fabriken. Ah, das war, da war sein Kopfsymbol. Na, vorher okay. Hatte sie immer die okay. Hatten. Ja, kennen wir schon. Da ist das Gemälde, was ich vorhin meinte oder in der letzten Folge. Ich weiß gar nicht, wie ich geschnitten habe. Auf jeden Fall das Gemälde vom Abendmahl mit dem Super Jesus. Das große Bild mit der Haut. Alter, ist so ein Keks hoch. Auch dafür habe ich halt nicht extra gegoogelt, wie so ein, das echte Abendmahl gewählt. Oder habe ich mir das angeguckt? Vielleicht habe ich sogar da drunter gelegt, so halb transparent und dann einfach drüber gezeichnet, was ich dachte, was da tatsächlich da. Doch, ich glaube, das habe ich tatsächlich gemacht. das ist ein Keks hoch. Hölle hatte Lilly schon immer gefallen. Es zeigte eine leer gefutterte Tafel und einen Mann in der Mitte, der den letzten Keks gefunden hatte. Lilly. Scheiße. Es tut mir sehr leid. Oh Gott, das wird jetzt total unsympathisch, wenn ich die ganze Zeit über den ganzen Stream über meine eigenen blöden Witze lache. Es tut mir sehr leid. Ich kann mich einfach überhaupt nicht mehr daran erinnern, an die ganzen Texte. Wie denn auch? Wie soll man sich denn auch an so viele Texte erinnern? Ich habe es ja auch geschrieben, weil ich es lustig fand. Muss ich doch jetzt irgendwie darüber lachen können, möglicherweise. 15 Jahre später. Ich kicherte bei dem Gedanken, dass er ihn ganz alleine essen würde, egal wie sehr die anderen auch bettelten. Könnte ja auch eine Pokerrunde sein und der hat den letzten Chip gewonnen oder so. Man weiß es nicht genau. So, Schulrabauken. Ach du Heilige, wie kommen wir denn da jetzt durch? Hallo? Kommen wir da überhaupt durch? Hallo? Erlebe lange. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Das hört ihr jetzt bestimmt noch 100 Millionen Male. Es sei denn, ich verfranz mich wieder in irgendeiner Anekdote, die halt eine gute Stunde von unserem 3-Stunden-Stream einnimmt. Dann seht ihr es nur noch einmal. So. So. Das war noch nicht mal eine unterbrechbare Werbung, ne? Diesmal muss ich wirklich die komplette Werbung abwarten. Jetzt schalte ich wieder laut und jetzt schalte ich wieder rüber. So. Wie war es bei der Oberin? Lass sie in Ruhe, Shawnee. Im letzten Stream wurde ich irgendwann gefragt, wer denn mein Lieblingscharakter ist. Vielleicht ist es doch Shawnee. Ganz im Ernst. Ich finde den, ich hätte gerne viel, viel, viel mehr Text für Shawnee geschrieben. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, das erzähle ich dann, wenn er draußen im Garten sitzt und anfängt, sich mit Lilly anzulegen. Was ist denn mit euch gerade los? Ist hier das große Folgen ausge... Das wird Folgen haben. Dankeschön fürs Folgen, ihr alle. Erst wenn sie zugibt, dass sie an dem ganzen Ärger schuld ist. Ja, das, genau. Das ist Timo. Wie hieß er noch gleich weiter? Der hat noch... mit dem hatte ich später noch immer so, von dem hatte ich später immer wenigstens noch mal so halb was gehört, weil er auch für das Theater gearbeitet hat, für das Annemal gearbeitet hatte. Timo Riegelsberger, genau. Ja, das ist er. Und ich meine, Shawnee ist auch ein Sprecher aus dem Edna-Cast. War es möglicherweise der König Adrian gesprochen hat? Ich habe den Namen leider nicht parat. Oh nein, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es klingt nicht so, aber es kann sein, dass es so ist. Das herauszufinden sollte jetzt oberste Priorität haben. Und natürlich Memphis ist... ist natürlich die höchste Prominenz des Edna-Casts
Das hier ist natürlich unser Troggelbecher. Wir bekommen keinen Nachtisch. Genau, Memphis. Und draußen spielen dürfen wir auch nicht mehr. Ist es etwa zu viel verlangt, die Gründe erfahren zu wollen? Hat nicht so auf ihr rum. Ja, genau. Also da hatten wir halt irgendwie, das war zu spät, das rauszuoperieren. Beziehungsweise ich hatte auch zu wenig Erfahrung, um zu merken, dass das möglicherweise beim Spielen problematisch sein würde. Dass er sich überlegt hat, so langsam zu reden. für den Spielflow. Ach so, nee, das war Blase. Ja, aber war das möglicherweise auch derselbe Sprecher? Nee, war's nicht. Oder doch? Nee, Blase. Aber wie hieß der Sprecher? Das herauszufinden sollte jetzt oberste Priorität haben. Alexander Skala. Und hat er beides gesprochen? Ja. Ah, dankeschön. Super. Ja, auch sympathischer Typ. Aber mit dem hatte ich halt jenseits dieser beiden Sprachaufnahmen halt nichts mehr zu tun. Deswegen habe ich den tatsächlich, ich vergesse den auch immer so ein bisschen. Der sah vor allen Dingen bei den beiden Sprachaufnahmen halt unfassbar unterschiedlich aus. Der sah bei Edna bricht aus, hat er noch einen Bart, wusste ich, und dann kam er halt zu den Harveys neue Augen, Sprachaufnahmen war glatt rasiert. Und jetzt in meinem Kopf entsteht halt irgendwie so ein das Bild von einem. Man sieht die Leute ja tatsächlich, man hört die ja die ganze Zeit über bei der Entwicklung und man wird ja ständig auch wieder mit seinem Werk dann irgendwie konfrontiert. Aber tatsächlich sieht man diese Sprecher ja nur an einem Tag und meistens eben nur für wenige Stunden. Einige Sprecher habe ich sogar nur für eine Stunde gesehen, aber sie sind irgendwie Teil meines Lebens geworden. Und dann entstehen manchmal so blöde Situationen, dass mir ein Sprecher begegnet, und ich denke so, ey, der ist voll Teil meines Lebens so. Und ich sage, ey, hallo, wie geht's dir denn so? Und der, wer bist du noch gleich? Das ist halt unangenehm, weil ich aber ich habe mich halt sehr viel mit denen und ihrem, dem, was sie dann halt in dieser sehr komprimierten Zeit halt geleistet haben, auseinandergesetzt. Und für mich sind das halt auch Stars, so beide Sprecher. Aber die waren dann halt, teilweise waren die halt nur für eine halbe Stunde im Studio. Tolle Leute lernt man da kennen, wirklich. Also die Sprachaufnahmen sind einer der schönsten Phasen in einer sowieso sehr interessanten Arbeit gewesen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass ausgerechnet Lilly etwas Schlimmes angestellt hat. Dafür ist sie einfach nicht cool genug. Ja, an den Pizzawitz erinnere ich mich. Ja, genau. Genau damit hat das zu tun. Ich habe die Flagge falsch gezeichnet. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, noch rechtzeitig, dass ich das mit dem Text quasi kommentieren konnte, mir selbst quasi, mich selbst drüber lustig machen konnte. Ich glaube, irgendwie so war, was war das? Oder ich habe es sogar absichtlich gemacht. Das traue ich mir sogar auch zu. Oh. Genau. Sie ist ja so ein braves Kind. Sie hakt, sie putzt, sie kocht. Eklig ist das. Und gefährlich. Denn irgendwie endet immer alles in einer Katastrophe. Nicht wahr, Lilly? Seit du im Kloster bist, gibt es einen seltsamen Unfall nach dem anderen. Man traut sich kaum noch aus dem Bett. Aber dich trifft keine Schuld, oder? Du tust ja nur, was man dir sagt. Bestimmt bist du auch jetzt gerade wieder für die Oberen unterwegs. Zeig doch mal her, was du da hast. Shawnee. Aha. Ich wusste es. So, ein Rezept von der Oberin. Jetzt mal kurz Schluss. Also ich kann mir das echt ganz schlecht angucken. Einen Augenblick. Wir müssen einmal kurz hier unterbrechen. Also wenn ich mir diesen Screenshot, ihr werdet ihn gleich wieder sehen, ich weiß, ihr seht ihn jetzt gerade nicht, angucke, dann sehe ich da halt irgendwie. Ich habe keine Ahnung, mit welcher Technik ich das damals gemacht habe. Ich weiß, ich hatte halt kein Cintiq, also kein Bildschirmzeichenprogramm, sondern ich hatte halt so ein, möglicherweise ein Bambu-Ding, so ein, halt so ein Tabletop-Gerät. Aber jetzt mal Butter bei die Fische.
Moment. Ich gebe mir jetzt vielleicht. Oh, kann irgendjemand mal kurz eine Uhr stellen, würde ich sagen. Das macht ja keinen Sinn. Ich gebe mir jetzt hier mal 5 Minuten Zeit. Also nur 5 Minuten, um diesen. Ja, um den Screen zu verschönern. Okay? Wie mache ich das am besten? Okay. Das ist mal die 5-Minuten-Challenge. Wie sieht das aus, wenn ich heute mit meinem Wissen von heute, jetzt habe ich hier die Kappe, den Stifthalter rausgezogen und weiß nicht mehr, wo der war. Außerdem ist meine Schreibtischlampe, die lasse ich hier immer auf dem Cintiq lehnen, ist runtergepurzelt. Das zählt alles noch nicht zu den 5 Minuten. Okay. Also irgendjemand muss gleich cheeren, wenn die 5 Minuten um sind, sonst kriege ich es nicht mit. Ich gucke jetzt auf meine Uhr. Das ist jetzt 21.12 Uhr. Ich gebe mir mal Zeit für bis 21.18 Uhr. So, um 21.18 Uhr zeige ich mal das Ergebnis und dann können wir mal gucken, wie viel besser das hätte aussehen können, hätte ich mein Wissen von heute. Unter diesen Bedingungen, ne? Weil es sind halt einfach nicht viele Striche, die ich da mache. Und jetzt stellt euch vor, ich würde mir mehr Zeit als 5 Minuten geben, ne? Aber das hier, schon alleine das hier, ist, kann ich einfach nicht verstehen, so, ne? Aber ich meine, klar, wir hatten auch damals nicht mal HD-Auflösung, glaube ich, war Standard bei Bildschirmen. Ich weiß nicht, mit was für Bedingungen wir denn da gearbeitet haben. Aber wenn ich mir hier diese Lineart angucke, dann denke ich, vielleicht spinne ich auch. Und es kostet, also mir sagen die Leute immer, ich habe, und sie haben, glaube ich, auch recht damit, ich habe einfach eine furchtbare Einschätzung von Zeiträumen, so, ne? Also ich sag so, das dauert doch nicht lange und dann dauert es nachher doch einen ganzen Nachmittag, ne? Insbesondere wenn es um Dreh von Video, von Musikvideos geht. aber meistens muss ich das halt immer selber ausbaden. Und ich mache jetzt nichts anderes, als wirklich die Lineart nachzuzeichnen, aber eben in clean, ne? Nur das will ich einmal ausprobieren. Also ich mache jetzt keine zusätzlichen Schnörkels dran und so. Ich versuche nur die Lineart ein bisschen zu reparieren, weil ich kann einfach nicht verstehen, was hier passiert ist, dass ich quasi dass die so rumwabert, als wäre sie. Das muss halt irgendwas mit diesem Schreibtisch-Tabletop-Tablet zu tun gehabt haben, ne? Dass die Lineart so aussieht, wie sie aussieht. Und ich, das hier, was ich jetzt hier gerade mache, ist auch nicht ideal, ne? Ich könnte mir noch halt den Pinsel ein bisschen zurechtstutzen. Ich habe jetzt einfach auch mit einem sehr, sehr dicken Pinsel angefangen. Offenbar nicht mit einem, der so dick ist wie die Original-Lineart, aber das, ne, das könnte ich alles halt noch genauer machen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte. Aber es sind halt gerade mal zweieinhalb, die Hälfte der Zeit ist erst rum und Shawnee ist schon fertig von der Lineart her, ne? Und Lineart ist das, was lange dauert. Also die Colo danach, die ist halt easy. Das hier konnte Gronkh in seinem Stream nicht machen. Das ist Exklusiv-Content. Den habe ich mir gerade eben überlegt. Der kommt hier nur in diesem Stream quasi zustande. Und es tut mir leid, wenn das halt irgendwie das ganze
Stream-Erlebnis ein bisschen ausbremst, aber ich hatte gerade eben so die Eingebung, vielleicht ist das interessant, dass ihr mal, ich mache ja von Zeit zu Zeit auch mal so Art-Streams, dann zeichne ich meistens halt irgendwie die besagten Pings von unseren Patronen, also von den Patronen unserer Band. Was das zu bedeuten hat, habe ich schon tausendmal gesagt und ich sage es nicht nochmal. Aber das streame ich manchmal. Das habe ich auch gerade erst gestern zum Beispiel, habe ich einen gestreamt. Heute habe ich wieder zwei gezeichnet. Ich bin nämlich ein bisschen im Rückstand. So viel passiert. Aber guck mal, ich bin mit der Lineart von Lilly jetzt nicht vollständig zufrieden, aber sieht halt immer noch besser aus als das, was ich halt vorher hatte. Und jetzt mal eingedenk der Sache, dass halt auch die Animationsphasen, also wie die Charaktere halt ihren Mund bewegen, das sind halt nur drei Overlays oder so, ne? Ach komm, ich mach mal den Pinsel ein bisschen kleiner, damit ich hier nicht so viel Arbeit habe. Komm, Kapu. Okay, solche Formen hasse ich tatsächlich. Und ich zeichne sie halt andauernd, ne? So Grasrasenkanten, wo ich halt andauernd halt so diese Haifischflossen-Dinger. Irgendwie, ich dachte, das gehört zu meinem Stil, aber ich beherrsche es gar nicht so gut. Ganz schön viel Wind. So, noch eine Minute. Na. Okay, Memphis habe ich nicht geschafft, aber die, aber ansonsten und den Hintergrund, also die Outline von der Wand da. Aber immerhin drei Charaktere, ne? Oh, dankeschön, Chien. Ach so, weil die Zeit um ist. Okay, dann nehme ich mal die letzte Linie wieder weg. Und jetzt gucken wir uns nochmal, gönnen wir uns mal den Direktvergleich der Outlines, indem ich, das hier wieder auf 100% stelle. Ich werf da mal was rein. So. Guck mal. So. Wenn ich halt irgendwie eine halbe Stunde Zeit hätte, dann sieht man jetzt, kann man sich jetzt so ein bisschen vorstellen, wie dann halt irgendwie Harveys neue Augen heute aussehen würde, ne? Hier im Vergleich zu diesen komischen, zittrigen, zippelnden Linien hier. So irgendwie einfach was crisp ist, ne? Vielleicht seht ihr den Unterschied auch gar nicht so krass so, aber ich vor allen Dingen, weil ich ja jetzt auch nicht wirklich unter den allerernstesten Bedingungen gearbeitet habe. So. Dankeschön. Fürs Cheeren. Der Zeitraum ist doch schon längst vorbei. So. Nee, das ist keine bewusste Stilentscheidung, das ist halt, das ist alles Kompromiss. Nee, und einfach nur mein damaliger Stand, so der Stand meines Talents und der Stand der Technik. Gemeint ist halt alles noch ein bisschen, ist einfach ein bisschen cleaner. Und ich glaube, ich habe einfach gesagt so, egal, es wird, was es ist, so. Ich ärgere mich auch nicht wirklich drüber. Ich denke nur halt so, meine Güte, das ist schon echt ein Unterschied, so, was ich damals gekonnt habe und was ich heute daraus gemacht hätte. Das ist nachträglich aufgepustet, genau, weil es bestimmt eben auch keine echte HD-Auflösung damals noch Standard war. Es war damals HD noch nicht Standard, so, als wir das Projekt angefangen haben. Gehen wir mal weiter im Text hier. War das interessant? Gib mir mal kurz Feedback, oder war dieser kurze Exkurs sinnlos und dröge? Doch, war interessant? Okay. Mal schauen,
wie es der Oberin gefällt, wenn sich ihr Essen verspätet. Und diesmal kann unsere brave Lilly die Suppe ganz alleine auslöffeln. Dankeschön, okay. Reicht. Los, Jungs, wir hauen ab. Du bist unmöglich. Shawnee muss sterben. Was? Wie da? Was war das gerade für eine Stimme? So, in die Kantine. Wo müssen wir denn hin eigentlich jetzt? Jetzt haben wir hier in die Kantine können wir gehen, zum Brunnen können wir gehen, zum Klosterflur, in den Schlafsaal, ins Treppenhaus und zur Kapelle. Ich würde vorschlagen, wir gehen zur Kapelle, weil da dieser komische Garrett hingelatscht ist. Dieser unheimliche, bleiche Garrett. Nanu, wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Oder? Da liegt irgendwie ein Sakko oder ein Talar. Und hier steht der Frank vor dem Kreuze. Ach, wir haben ihn einfach Frank genannt. Ein Beichtstuhl. So ein, und Steinplatten. Tom Hanks Jr. Die das Wort Jehova bilden konnten. Auf der Suche nach dem Heiligen Gral. So, Frank und das Kreuz. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly verstand nicht, warum man es nicht einfach andersherum aufgestellt hatte. Ja, gute Idee, sollte man vielleicht mal ausprobieren. Na. Frank! Ständig mit der Maus Frank. Frank war voll und ganz mit den Bodenplatten beschäftigt. Was gibt es an diesen Steinplatten? Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Aber warum? Warum? Welche Nachforschungen? Spricht zu mir, Frank. Kreuz, die Kerzen können wir nicht. Das ist übrigens auch Gunnar. Frank ist auch Gunnar. Ich hab's im letzten Stream gesagt, wusste aber nicht, wie die Rolle heißt. Ich wollte es im letzten Stream sagen, aber ich wusste nicht, wie die Rolle heißt. Das ist eine andere Charge. Sie verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in. Und irgendjemand hat ganz richtig in den Kommentaren. Ich, möglicherweise vom YouTube-Video, das jetzt tatsächlich krass rauf und runter geguckt wird. Ich glaube, jetzt ist auch möglicherweise der richtige Zeitpunkt, um nochmal zum Thema YouTube zurückzukommen. Irgendjemand hat ganz richtig angemerkt, Gunnars Polizisten-Charge ist nicht an Eric Idle angelehnt, wie ich es gesagt habe. Was ich nämlich tatsächlich meinte, und das hat er mit, da hat er mich richtig korrigiert, ist natürlich an John Cleese angelehnt. So. Einen anderen Monty Python. Dumm. Da haben sich in meinem Kopf Sachen schlecht verdrahtet. Ich hab nicht mal gemerkt, dass ich es falsch gesagt habe. Was, glaube ich, das Normale ist, wenn man sich einfach vertut im Kopf so. Natürlich war John Cleese gemeint. Ja, und ist es auch die deutsche Synchronstimme von John Cleese zu Monty Python Zeiten. So, diese Nummer. Ich hatte, bis ich mal gemogelt gehört habe, nie gecheckt, dass Gunnar das mit dem. Echt, erkennt man ihn bei gemogelt irgendeine Stimme aus irgendeinem Spiel wieder? Lustig. Ja, Gunnar war ja auch vor allen Dingen hauptsächlich bei The Delic, weil er gezeichnet und animiert hat. Und nur seine Sprecherkarriere quasi bei The Delic begonnen und das halt nur sehr sporadisch und zwar nämlich immer so alle zwei Jahre, wenn wieder irgendwie eins von unserer Spiele fertig wurde, obwohl es häufiger gewesen sein muss. Jetzt übrigens nochmal zum Thema, ich wollte was zum Thema YouTube sagen und ich mach's trotzdem nicht, damit wir jetzt erstmal weitergucken können und mach's später. Diesen Stunden vor sich hin murmelte. Zumindest seit der. Würdest du mit deinem heutigen Erfahrungsstand sagen, dass dieser Screen zu detailliert gezeichnet ist, beziehungsweise würdest du es heute anders machen? Also ich finde, tatsächlich mit diesem Screen bin ich eigentlich weitestgehend gut. Die Perspektive ist hochgradig seltsam und man könnte sie halt so nur sehr, sehr schlecht konstruieren. Aber sie macht das Ganze halt so schön wankig und wackelig. Wenn nachher Spoiler-Alert an, wenn nachher hier dieses Kreuz zu wackeln beginnt, Spoiler-Alert aus, dann
Genau, der kriegt diese ganze Schieflage, außerdem irgendwie dieses Bedrohliche von dieser Halle und so weiter. Also ich mag halt diese die Figuren, die halt gecleant sind wie halt Charaktere und deswegen halt so besonders lebendig in ihrer Statuenhaftigkeit sind. Ich mag halt auch, dass ich so ein bisschen Outline-Textur bis hier hinten in den Hintergrund gemacht habe. Was ich problematisch finde, sind halt hier, dass die Auflösung nicht ausreicht quasi, um diese Liniendicke hier hinten, dass die Linien da aneinander stoßen. Da müsste man halt, würde ich halt nach jetzigem Stand halt einfach eine andere Strichdicke machen. Und ich würde möglicherweise hier für die Fenstereinfassung sogar noch mehr Detail spendieren. Aber man müsste auch ein bisschen Detail verschwinden lassen. Ich finde es aber hier, das hier finde ich ziemlich gut. Damit bin ich ziemlich einverstanden. Auch hier gibt es halt Probleme mit Linien, die halt nicht spitz zulaufen in manchen Details und so weiter. Aber mit dem Detailreichtum bin ich hier absolut einverstanden. Das sieht hier sehr gut aus. Hier, je weiter es in die Perspektive geht, desto mehr fangen die Linien halt an, sich zu berühren. Und ich würde es halt anders lösen. Aber ich bin nicht mit der Menge an Details zufrieden, sondern nur, dass ich quasi die Strichstärke nicht mitskaliert, je weiter der Raum in die Perspektive geht. Und dass dann halt hier wirklich Unsauberheiten passieren, die mir einfach nicht gefallen. Beantwortet das deine Frage? Genau, die Perspektive ist wild einfach. War dieses Spiel, nee, wir hatten sogar schon in Ätna bricht aus, hatte ich sogar schon eine Hotspot-Anzeige. Das ist passiert zu einem Zeitpunkt, als ich überhaupt gar nicht am Spiel gearbeitet habe, eigentlich. Interessante Geschichte. Und zwar war das in dem halben Jahr, als ich bei DTP gearbeitet habe. Da hat Carsten, ich glaube, das muss kurz gewesen sein, kurz bevor ich das Projekt Ätna bricht aus firmenintern vorstelle. Kurz bevor er mich gefragt hat, ob ich mit ihm quasi eine Delik gründe, ich war in meinem Kopf schon einen Halbsatz weiter und habe diese Satzteile irgendwie verdreht. Also kurz bevor mich Carsten gefragt hat, ob ich mit ihm, mitmachen würde, wenn er eine Firma gründen würde. Also wenn er DDP verlässt und eine Firma gründet. Das hat er mir so quasi würde ich machen. Kurz davor hat er mir quasi so eine Art offenes Hearing so in eine Präsentation DTP intern vermittelt, dass ich mein Spiel Ätna bricht aus einfach der DTP-Mannschaft einmal präsentieren kann. Das waren Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen, die dort waren und sich das angeguckt haben. Und ich glaube, Carsten war halt wirklich sehr richtig enttäuscht, dass das halt irgendwie nicht für mehr Rummel gemacht hat. Also ich glaube, er ist halt davon ausgegangen, er zeigt hier seinen neuen Studentenpraktikanten aus dem präsentiert den halt hier der Firma und sagt, guck mal, was der kann, so. Und alle fallen von den Stühlen, aber das Echo war halt tatsächlich sehr verhalten, so. Interessant, ich habe mich überhaupt gar nicht mehr daran erinnert, dass es diese Präsentation gab. Aber im Zuge dessen, also ich meine, es gab halt ein paar Kollegen aus Carstens Abteilung, die mich halt mittlerweile auch schon gut kannten, die dann später bei The Delic auch irgendwann gearbeitet haben. Das waren halt zum Beispiel der Olli, Olgier Zypra, auch einer der sympathischsten Menschen, die halt irgendwie in der gesamten Dedelic-Zeit jemals dort gearbeitet haben. Klaas Paletta, die große Messlatte an der PR-Abteilung bei Dedelic, die halt nie wieder erreicht wurde, sage ich mal. Obwohl halt sogar der andere Klaas Wolter auch von DTP-Zeiten irgendwann später zu Dedelic kam und halt quasi die PR-Abteilung mal übernommen hat.
Aber ich glaube, da war halt schon irgendwie, da war dann schon irgendwie der Wurm drin, so. Ja, aber als Klaas noch bei The Delic die PR gemacht hat, da, das waren so die allergoldensten Zeiten, so. Klaas war halt echt ja, auch ebenfalls einer meiner Lieblings-Ex-Kollegen. Ich habe nur Lieblings-Ex-Kollegen, ihr merkt das, aber es sind halt tatsächlich sehr, sehr viele. Und Klaas und Olgiert, die gehören auf jeden Fall dazu. Klaas Wolter ist halt auch ein super, 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 super Typ gewesen. Ne? Aber Klaas Paletta und und Olgiert, die sind mir unfassbar ans Herz gewachsen und lassen sich halt überhaupt nicht mehr daraus wegoperieren. So. Und die saßen halt auch in der Präsentation und die waren halt auch eher so wie Carsten, so, ne? Hier, guck mal, das macht unser Poki hier. Der hat sowas gemacht, so. Und alle so, naja. Und dann war das Meeting zu Ende und es hat ist einfach nichts weiter draus passiert. Aber irgendwann hat mich halt den Carsten gefragt, so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf den Laden. Aber es ist halt bestimmt nicht deswegen, sondern halt, also war schon irgendwas anderes, war irgendwas anderes, was in ihm gärte, so. Aber ich weiß, dass das halt irgendwie kurz vorher passiert sein muss. Oh, die nächste Frage, die halt auch lange, lange, lange Zeit eine sehr lange Antwort hat. Auf jeden Fall, in diesem Vierteljahr, also ich war mit meiner Diplomarbeit fertig, Aetna war durchspielbar. Ich war noch nicht, also The Delic war noch nicht mal grob angedacht, sondern halt war überhaupt kein Thema. Aber ich durfte halt irgendwie mein Spiel präsentieren. So, und dann fragte mich halt Klaas, der halt irgendwie einfach fachgerecht auf diese Spiele geguckt hat, sagt so, kann man da halt denn, ja, nicht auch noch irgendwie modern, könnte man denn da auch irgendwie noch so ein bisschen so die modernen, es gibt halt irgendwie jetzt Spiele, die halt haben eine Hotspot-Anzeige. Wäre sowas möglich, dass man halt irgendwie auf den Knopf drückt und also irgendein Spiel, das er betreut hat, hat das zum ersten Mal gemacht. Das war keine Erfindung von uns, kam da gerade quasi in Mode, beziehungsweise irgendein Spiel hat damit Werbung machen können, dass die diese Funktion drin hatten. Ich so, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt hatten die beiden Programmierer, gelernten Programmierer, die mir, bevor ich das Projekt gestartet habe, mit der Engine geholfen haben, schon längst quasi waren schon längst nicht mehr im Projekt, so, ne? Die wollten halt die Engine machen für einen Projektschein, bevor ich halt das eigentliche Spiel, also das ganze Scripting und das ganze drin quasi als meine Diplomarbeit, also die Engine damit aufgefüllt habe, sozusagen. Und dann habe ich mich tatsächlich einfach am Abend hingesessen, gesetzt und gesagt, okay, du kannst das Poki. Wie würdest du quasi eine Hotspot-Anzeige programmieren? Und dann habe ich die halt irgendwie an dem Abend da reingeskriptet und ging am nächsten Tag zu Klaas und habe gesagt, hier, so, funktioniert. Und das war cool. Die hat sich vom Rand abgestoßen. Das heißt, die Hotspots, wenn die halt die Schriftbox halt irgendwie, das ist ja kein irgendwie Unreal, dass das alles für dich macht, so sozusagen, sondern ich muss das mit Java machen und hat sich dann halt mit Abstand zum Screen in alle Richtungen halt irgendwie auf den Screen positioniert und ich habe es hinbekommen, trotz meiner sehr, wie es irgendein Programmierer von uns mal ausdrückte, sehr fantasievollen Art zu programmieren. Oh Mann, Jungs, ich muss morgens ins Studio. Ich hoffe, ich mache mich heute nicht heiser. Das wäre ganz schön dumm, weil ich so viel erzähle. Aber es gibt halt einfach immer so viel Interessantes zu erzählen. Morgen gehen wir ins Studio. Die letztes Mal beim Streamen dabei waren, die werden es wissen. Die heute beim Zeichnen mir über die Schulter geguckt haben. Morgen geht unsere Band ins Studio. Wir sind wieder im Studio und wir nehmen zwei Songs auf. Morgen und übermorgen. Und genau, es gibt ein paar Veröffentlichungen im kommenden Jahr. So. Ich bin sehr aufgeregt. Ich freue mich tatsächlich immer. Die Studioaufnahmen sind halt wie eben zum Beispiel auch Sprachaufnahmen für Computerspiele. Das ist halt, oder der Dreh bei einem Film, das ist where the magic happens, sozusagen. Ne? Ja. Nee, für Deponia haben wir dann Visionaire benutzt. Also für Edna halt irgendwie alles,
alles selber von Scrap auf zu dritt im Kern. Wir hatten noch zwei weitere Programmierer, die halt hier und da für so kleinere Module wie Wegfindung und solche Sachen halt mit Hand angelegt haben, mit geholfen haben, aber im Kern waren es eigentlich Olaf und Felix. Felix war ein Kommilitone von mir, der wollte einen Projektschein haben. Olaf, wie gesagt, einfach einer meiner besten Freunde damals, der halt programmieren konnte und der dann halt später zu Dedelic gekommen ist, im ersten Jahr, glaube ich nur. Also der hat noch nicht mal den Release von A New Beginning halt noch erlebt. So, der war halt ziemlich schnell dann auch wieder weg und hat gemerkt, so, okay, Games-Branche, das ist möglicherweise doch nicht mein Ding. Wir haben halt irgendwie die Engine so gebastelt, dass man halt auch theoretisch hätte, ne, nicht zwar hart gecodet, Skript und Engine war halt komplett davon getrennt. Das heißt, mit der Aetna-Engine hätte man halt auch quasi ohne groß was umzuprogrammieren halt einfach das nächste Spiel machen können. Und dann hat uns Marco Höhlen halt mit der gesagt, wieso, ich benutze einfach die Visioner-Engine, die gibt's doch frei verfügbar. So, oh ja, die ist ja viel besser als das, was wir haben. Ja, okay, dann nehmen wir doch die. Naja, und dann haben wir Visionaire benutzt und dann gab es aber nachher einen Deal mit den Visionaire-Leuten, dass wir halt einen eigenen Branch von der öffentlich zugänglichen Visionaire-Version hatten, die halt spezieller auf uns zugeschneidert war und halt über mehr Features verfügte und so weiter. Also Visionaire, mit dem habe ich halt am längsten zusammengearbeitet. Aber tatsächlich dieses Know-how, das ich halt durch die Arbeit an Aetna, und ich habe tatsächlich auch, obwohl ich es streng genommen nicht konnte, aber Olaf, der kannte mich halt und hat mir auch sehr viel zugetraut und mir auch sehr viel lassen. Und ehrlich gesagt, so in der ganzen Bandbreite an Programmierern, wie die halt auf meine Programmierfähigkeiten geguckt haben in der Historie meiner Game Design Karriere, muss ich sagen, war Olaf immer am nettesten zu mir. Der hat gesagt so, nö, ich finde das eigentlich, du kannst das, trau dich. Ist unordentlich und chaotisch. Und Olaf war kein chaosliebender Mensch, der war ein sehr ordnungsliebender Mensch. Ich habe vorhin von seinem inneren Monk gesprochen. Nee, aber Olaf hat immer gesagt, nö, Poki, ich finde, du programmierst nicht schlecht. Du programmierst anders. so eine Mutter, die halt ihr behindertes Kind halt irgendwie tröstet. So ein bisschen war Olaf zu mir. Aber ich habe tatsächlich sehr viel Hand angelegt und habe halt tatsächlich auch einfach sehr, sehr, sehr viel gelernt. Vor allen Dingen eben auch über den Aufbau, den Datenkern von Spielen. So, und jetzt sind wir tatsächlich noch keinen Screen weiter. So, lass uns mal weitermachen. Ich weiß, jetzt kamen schon die nächsten zwei, drei. Es gibt eine Version, die man bezahlen muss, aber es gab auch immer eine Umsonst-Version von Visionaire. Vielleicht gibt es das mittlerweile nicht mehr und die haben das eingestellt und man muss halt Sachen lizenzieren, seit die halt professioneller geworden ist. Simone hat tatsächlich Harveys neue Augen, also Schmö hat Harveys neue Augen ausgesetzt. Die hat da nicht mit gearbeitet. Gunnar war hier tatsächlich der Lead Artist, der halt die anderen Animatoren angeheizt hat, aber eigentlich hat er sich den Thron ein bisschen mit mir, also für die Animatoren, denn die Hintergründe habe ich ja tatsächlich alle selber gezeichnet und ich habe aber auch die Charakterposen, also die Stills von den Charakteren und an manchen Stellen, wie zum Beispiel in den Close-Ups, eben auch tatsächlich die Animation, weil dafür hätte niemand Zeit gehabt, selbst gemacht. Aber die Animatoren, die hier dran gearbeitet haben, also die ganzen Figuren zum Leben erweckt haben, wo ich dann meistens halt quasi die Still-Posen gezeichnet hatte oder zumindest so weit gescribbelt habe, dass die halt wussten, was gemeint war und das dann clean konnten, das hat Gunnar damals angeleitet. Und Simone hat möglicherweise hier und da mal was ausgebessert und mal mit drüber geguckt. Die war ja quasi Art Direktorin der ganzen Firma, aber die hatte halt da schon andere Verpflichtungen bei irgendeinem anderen Projekt, als wir Harveys neue Augen gemacht haben.
So. Er beicht. Simone übrigens auch eine der allerbesten Kollegen. Definitiv. Also gehört, es gibt so ein paar, die gehören in die Top 5. Es sind wahrscheinlich mehr als 5, aber Simone ist in dieser Top 5, die wahrscheinlich so 20 Leute umfasst. Vater an Herzversagen gestorben war. Oder ist der Garrett irgendwie im Beichtstuhl verschwunden? Und, oder ist sein Mikrofon drin? Oder werde ich wieder paranoid? Paranoid! Meine Brüder und Schwestern. Und kann ich nicht in diesen Stunden der Not zum Altar emporsteigen und wärmende Worte in die Menge, in die nicht vorhandene Menge schmeißen? Was machen wir denn jetzt hier? Der Typ ist... Ich möchte übrigens nochmal betonen, dass ich nicht schuld bin an Gronks Zustand, den er heute hat. Nein, Entschuldigung, ich wollte sagen, es wirkt auf mich immer so ein bisschen, als würde er halt während des Spielens durchdrehen. Ist weg? Den Zustand, den er hat. Nee, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, jetzt, in meinem Kopf klang es lustiger. Ich würde sagen, durch das Spielen von Harveys neue Augen hat er halt hat er bestimmt halt irgendwie ein. Mindestens ein Trauma, wenn ich halt einen psychischen Schaden davongetragen. Beichtstuhlhalterung. Die Schnitzerei zeigte einen Bettelmönch mit auffallend leeren Händen. Aber irgendetwas fehlte. Würde zum Beispiel. Aber auch noch etwas anderes. Schnöder Mammon fehlte. Oder Murmeln. Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Murmeln! Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Leg die Murmeln in die Halterung! Lilly musste beichten, dass sie mal wieder vollkommen auf dem Schlauch stand. Hinein in die Halterung! Aber scheinbar will das nicht gehen. Mit dem Presslufthammer töten wir Frank! Frank! Das Kreuz sah ganz schön. Lilly wollte sonst wird. So wie ab. Frank. Ah! Sehr gut. Huch. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. So, nochmal. Aber die... Na, Gunnar, sag nochmal. Sehr gut. Huch. Wie viel ist Gunnar eigentlich gealtert? Ich sage ja, Gunnar wird immer jünger. Der ist halt quasi unser Band-Benjamin Button. Der war damals, als er zu The Delic kam, sah halt aus wie ein... wie ein Beamter kurz vor der Rente und heute hüpft er halt durch die Gegend, als wäre er 16. Frank. Ah, sehr gut. Huch. Aber das ist halt seine Stimme, 2000, keine Ahnung, 11 oder 12 gewesen. Wir haben es gestern, letztes Mal im letzten Stream nachgeholt. So sagt Gunnar A., 2011 und heute sagt er folgendermaßen A. Moment. Wo kann ich das mal hier? Und da und hier. Gut hinhören, gleich sagt er A. Bonsoir. Ah, bonsoir. Und jetzt hier nochmal. Ah, sehr gut. Huch. Und hier nochmal. Bonsoir. Bonsoir. Und hier nochmal. Sehr gut. Huch. Mhm. Okay. Das ist der Vergleich. Mist, Beamte bekommen Pension und nicht Rente. Ah! Wenn ich schon mal anfange, genau, wenn meine Metaphern halt schon mal meinen Safe Space verlassen, dann rennen sie einfach, genau, also zwei sehr unterschiedliche Stimmfärbungen, sage ich mal, aber der Mann ist ja auch einfach sehr wandelbar, aber er sagt an beiden Stellen A, deswegen bin ich gerade drauf gekommen und wollte einmal diesen Vergleich haben. Das ist genau das.
Das war übrigens eben gemogelt aus unserem neuesten Album, das mittlerweile ja auch schon 1,5 Jahre alt ist. Was ich brauche, wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, ich fange erst mal an. Da wackelt schon das Kreuz. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Aha! Hey, Frank, also 4 bis 5 Liter Jahre, genau. Na, was soll's. Tschüss, Troggy. Troggelping. Eigentlich wollte ich ja nur, ich wusste gar nicht, dass die dem jetzt den Presslufthammer gibt. Auf jeden Fall kommen wir da irgendwie durch. Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberin spionierte. Eine Abhörkammer. Was? Nochmal bitte, ich hab grad nicht zugehört. Eine Abhörkammer. Was? Nochmal, gerade akustisch gerade nicht verstanden wegen dem Presslufthammer. Eine Abhörkammer. Ich glaube, da ist... Eine Abhörkammer. Aha! Ja, und da kommt die Amma und sagt... Eine Abhörkammer. So, jetzt reicht's aber auch. Was können wir denn damit jetzt machen? Die Tür war fest verschlossen, hat es halt rüber geschafft, aber die Amma nicht. Besonders spannend aus, aber Lilly hatte gelernt, sich mit wenig zu begnügen. Wenn die anderen Kinder zu Weihnachten ihre Geschenke auspackten, konnte sie sich auch an einer heruntergefallenen Tannennadel erfreuen. Och, Mensch. So, ein Brett haben wir eingesackt. Auf den ersten, aber okay. Wenn die anderen... Ja, wissen wir, murmeln. Können wir vielleicht jetzt murmeln da rein? Eine Ab... Offenbar nicht. Eine Abhörkammer. Ja, hier konnte man nicht mehr alles mit allem kombinieren und und das Kreuz sieht ein bisschen wackelig aus. Das Kreuz wackelte lustig hin und her, als würde es tanzen. Lilly überlegte kurz, ob sie Frank darauf aufmerksam machen sollte. Aber er war gerade damit beschäftigt, irgendeine Verankerung zu zerbohren. Können wir da nachhelfen? Vielleicht mit dem Brett? Das Kreuz, sagt Lilly, sonst wird so wie auf... Na gut, vielleicht gehen wir einfach mal raus. Vielleicht fällt es ja von alleine um. Ist ganz schön laut hier gerade, deswegen fange ich an zu brüllen. Macht's bumm? Nee, macht nicht bumm. Ist es jetzt vielleicht umgefallen? Nein! Tja, nun also M. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß, was wir jetzt machen. Tja. Wir müssen eine kurze Pause machen. Ich merke nämlich, dass ich so ein bisschen mich zurücklehne, und aufhöre, lustige Anekdoten zu erzählen. Und ihr wisst ja, was der Grund ist. Ich bin, meine Lunge hat sich entlüftet und muss neu befüllt werden mit Kohlenmonoxid und Mikroplastik und anderen Substanzen. Nikotin, genau. Nikotinsucht ist es. Es ist Nikotinsucht. Asche auf mein Haupt, Asche in meine Lunge. Und deswegen... guck ich mal kurz im Studiomodus, wie sieht der Pausenscreen gerade aus? So sieht er jetzt aus. Wie sieht er aus, wenn ich hier, das seht ihr noch nicht. Womit kann ich euch denn jetzt mal beglücken? So. Mit irgendeinem Stück aus, einfach nur um die Wartezeit zu überbrücken. Ich brauche halt tatsächlich nur 2 Minuten zum Rauchen und brauche halt viel länger, um mir ein Video für euch auszusuchen, das ich euch abspiele, während ich weg bin. Das ist peinlich, aber leider nicht zu vermeiden. Deswegen zeige ich euch jetzt eins unserer Musikvideos aus dem letzten Album. Wo ich noch lange Haare hatte, das von der guten Lulu, die mal, die mehrfach, die vielleicht der ein oder andere von Messen kennt, weil die halt immer die allergeilsten
Cosplays zu unseren Spielen hatte und später auch für uns quasi von The Dedic als Walk-Act sozusagen auf der Messe gebucht wurde. Und die hat hier Regie geführt, quasi war Kamerafrau und, wenn man so will, Hauptdarstellerin, was man allerdings nur wenig sieht, weil sie aus Ego-Perspektive zeichnet, in diesem tollen Video, das wir jetzt sehen, während ich rauchen gehe. Sich die Zähne aus, sie stoßen auf Granit, sind harmlose Welpen ohne Appetit. Deine Zweifel sind kein Gegner für uns, deine Zweifel kommen nicht mal in die Nähe von unserem Fundament. Sie beißen sich die Zähne aus und stoßen auf Zement. Sie sind keine Gefahr für uns. Es ist nicht so, dass es mir Mühe macht. Deine Zweifel sind nicht schwer zu zähmen. Alles easy. Es kostet mich kaum Kraft, mit ihnen aufzunehmen, ist kein Problem. Und wenn so wär, würdest du es wirklich wissen wollen? Ich glaube kaum. Wenn so wär, Sorgen sind wirklich kaum der Rede wert, sie sind instabil und klein. Man muss kaum pusten, um sie zu zerstreuen. Deine Sorgen sind kein Gegner für uns. Deine Sorgen sind abwegig und unbegründet, ein Bollywood-Filmtanz. Absurd und aus der Luft gegriffen, bar jeder Substanz. Sie sind keine Gefahr für uns, kein Grund zur Sorge. Du musst mich nicht andauernd fragen, ob mich dieselben Zweifel plagen. Außerdem ist es auch kein Problem, wenn sie dann an dir nagen. Die Verantwortung dafür zu tragen, sie zu zerschlagen. Und wenn so wär, würdest du es wirklich wissen wollen? Ich glaube kaum. Drum.
ich glaube kaum. Bevor ihr auch alle abspringt, bin gleich wieder da. Ich bin schon wieder da. Wir hören nur noch das Musikvideo zu Ende. Oh Gott. We're losing. Audience fast. Genau, da sieht man sie noch am Ende. Lulu Nian ist ihr... Ich denke, das ist auch bei Instagram ihr... das könnte mal jemand überprüfen. Niemand springt ab. Hallo, Turtleping. Noch ein Ping. So, jetzt machen die noch kurz die... Ach, ich habe das Video auch gerade neulich beim Stream. War das, habe ich es gerade gestern erst gespielt? Ich weiß es nicht. Hier, Anne macht noch schnell ihre Dingens-Action. So. Und dann gehe ich erstmal wieder in den Just-Chatting-Modus. Und, genau. Wartet mal. Ich wollte, bevor ich das mache, hier ist blöd. Ich mache das mal im Pausenscreen, weil der halt YouTube-formatig ist. Wenn ich das nicht... Oder ich mache das einmal kurz groß. Dann kann ich das auch im Windowed-Modus machen. Es ist Hamburg. Und zwar der findige Chris hat mehrfach Kamera gemacht bei unseren Musikvideos. Mich damals nach dieser, wer erinnert sich alles? Oh krass, Turtlepink, Dankeschön, wow, du hast ja richtig rausgehauen, 12 Abos verschenkt. Da sind ja jetzt einige. Danke, Dankeschön, Turtle. Wow, sehr spendabel. Und da bedanken sich bestimmt auch alle anderen, die ich jetzt nicht einzeln vorlese, die jetzt neu dabei sind mit Abo. Aber hier, was Chris gemacht hat, also Chris hat mich nach der Messe, auf der Branchenparty, ihr kennt die Geschichte, Nähmaschine im Fuß, Hashtag Nähmaschine im Fuß, war ich auf der Branchenparty. Für alle, die Geschichte nicht kennen. Und tatsächlich wollte ich Sineka, mit der ich mich gerade unterhielt, also die Sprecherin von Goal und Lilly und Doris, die wollte ich Erik vorstellen. Und Gronkh war halt gerade frisch auf der Branchenparty eingetroffen. Und wie das immer so ist mit Gronkh, es hatte sich eine kleine Traube um ihn gebildet. Ich war schon so ein bisschen kölschselig. Ich hatte schon das ein oder andere Kölsch getrunken. Da war halt Gronkh in dieser Traube und ich dachte, wie komme ich denn jetzt am schnellsten möglich an ihn ran? So, erstmal habe ich mich irre gefreut, dass er endlich da war. Und dann wollte ich ihm auch noch Sineka vorstellen. Und dann sagte ich, hey, Erik. Und er hat so, Poki, da hinten ist Poki, so. Und ich dachte, wie komme ich denn jetzt zu ihm? Und er dachte, ach, hier, da steht so ein dunkler Gegenstand in den Schatten hinter dieser Topfpflanze. Die hatten die ganze Branchenparty so ein bisschen steampunkig dekoriert und überall lagen halt rostige Gegenstände. Ach, da trete ich doch mal, da stiefel ich doch einfach mal über diesen rostigen Gegenstand im Schatten dieser Topfpflanze, um einmal quasi hintenrum um die Topfpflanze zu Erik rüber zu loten. Ich setzte einen Fuß mit meinen teuren italienischen Ausgehschuhen, die ich damals halt zu Branchenpartys und Preisverleihungen, also zu allen möglichen Branchenveranstaltungen immer getragen habe. Die guten Schuhe halt. Stiefelte ich auf diesen rostigen Gegenstand und was ich halt nicht wusste, gesehen hatte, dass dieser rostige Gegenstand, es war halt eine alte gusseiserne Nähmaschine, wie man sie im letzten Jahrtausend benutzt hat.
Und diese Nähmaschinen, die haben halt oben so einen kleinen Metallstift, wo man halt die Spindel aufstecken kann. Der ist halt so kleiner Finger dick, möglicherweise noch ein bisschen dünner. So. Dass halt eben diese Nähgarn-Dinger da oben drauf passen. Ich trete da halt drauf und für eine halbe Sekunde werde ich halt noch so, hallo Erik, und Erik zu mir so, hallo Poki, wir uns noch so zuwinken und dann macht es kutsch. Und ich saß ähnlich wie bei der Gulli-Geschichte von gestern oder von vorgestern, von vorgestern, ähnlich saß ich halt plötzlich ein Stockwerk tiefer, bloß eben in diesem Fall waren es halt eben nur diese Spindelgröße, die immerhin gute 3-4 Zentimeter hoch war. Und ich guckte halt so hoch, ich guckte runter und Erik guckte mich an, guckte runter und so. Dann, als ich halt merkte, was passiert war, hob ich meinen Fuß hoch und die komplette gusseiserne Nähmaschine blieb halt an meinem Fuß stecken. Und ich zog mit meinem Fuß diese ganze Nähmaschine mit hoch, weil das Ding halt so fest in meinem Fuß steckte, dass ich halt diese gefühlt, keine Ahnung, 5 Kilo gusseiserne Nähmaschine halt mit anheben konnte. Natürlich auch halt, weil die Sohle sehr gut war und sehr verkeilt hat. Aber das Ding steckte halt wirklich in meinem Schuh. Und dann kam der Sanitäter und fragte mich so, Sie müssen in ein Krankenhaus, sollen wir Sie gleich mitnehmen? Ich so, nee, ich möchte erst zu Ende feiern. So, Sie müssen schon in ein Krankenhaus. Ich so, nee, muss ich, Sie haben das ja jetzt verbunden und so, ich muss hier noch zu Ende feiern. Ich habe noch nicht mal mit Erik richtig sprechen können. Sie müssen schon, also, okay, Sie unterschreiben mir jetzt, dass ich Ihnen gesagt habe, dass Sie in ein Krankenhaus müssen. Und dann habe ich denen das unterschrieben und habe schön weitergefeiert und am nächsten Tag war ich im Krankenhaus. Zum Glück war meine Tetanusimpfung noch gut genug oder es waren halt auch keine Rostflocken sind halt in meinen Fuß gelangt, die möglicherweise eine Wundbrandentzündung hätten verursachen können. Also streng genommen war das alles keine gute Idee, dass ich halt da weitergefeiert habe. Aber ich muss auch sagen, der Abend war halt auch noch sehr lustig. So, ne? Ich habe einfach sehr, sehr viel gelacht. Und ehrlich gesagt habe ich im Anschluss daran keine Branchenparty mehr erlebt, wo nicht irgendein betrunkener CEO von irgendeiner Firma gesagt hat, Nähmaschine im Fuß. So. Genau, da muss man Prioritäten setzen, wie in meinem ersten Adventure. Da schließt sich der Kreis quasi wieder. Auf jeden Fall, die haben mir dann halt trotzdem gesagt, so, okay, benutzen Sie mal lieber die Krücken jetzt. Dann bin ich halt den Rest der Messe, bin ich auf Krücken halt durch die Gegend gehumpelt. Ich war aber mit meinem eigenen Auto angereist und das war halt sehr blöd, weil ich konnte nicht mehr Auto fahren mit dem Fuß. Die Adventure-Leute, ne? Jan Schneider. Und Sebastian Grünewald. Die haben mich im Krankenhaus besucht, während ich. Die hatten nämlich eigentlich zu dem Termin ein Interview mit mir vereinbart. Ich so, Entschuldigung, ich kann leider nicht kommen. Ich bin im Krankenhaus. So, ach, dann kommen wir doch ins Krankenhaus. Dann haben die mich tatsächlich. Das findet man bestimmt auch noch irgendwo. Oh, lass uns das mal gucken, ob ich das finde. Das wäre doch interessanter Content, oder? Entschuldigung, da suche ich einmal nach Adventure Treff fast ein Interview Krankenhaus. So. Poki in der Notaufnahme. Das hier müsste es sein. Ich, Hallo, wow, Pogi. Herzlich willkommen zu krass. Fast ein Interview. Das habe ich auch seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Das Konzept ja immer, dass wir dich aus dem Konzept bringen. Heute hast du es so. Jan Schneider und Sebastian Grünewald. Das sind die beiden. Gerd, sehr geschafft. Was machst du in der Notaufnahme? Das ist eine eigentlich ganz langweilige Geschichte. Ich hatte eine Nähmaschine in meinem Fuß gestern. Ja.
Es stimmt. Das war die Nähmaschine, stimmt. Wow, dieses Foto, wow. Aber nee, wie krass. Die Nähmaschine in meinem Fuß steckt, habe ich leider. Die steckte in meinem Fuß. Also hier, so da ist sie. Gusseiserne, rostige. Da, das Foto habe ich auch nicht mehr. Und hier, das ist einer dieser beiden. Für die Spuren. Ich dachte erst, das waren Schrauben, die sie halt irgendwie absichtlich drauf gemontiert haben, damit es ein bisschen cyberpunkiger aussieht. Also wir waren gestern auf der Branchenparty und es. Mhm. Ich bin keinen Tag gealtert seitdem. Wir haben es halt auch ein bisschen so cyberpunk-mäßig. Oh, schade, wir müssen. Jetzt erzähle ich dieselbe Geschichte nochmal. Wir waren auf dem Stand, du hattest Nadel und Faden und fast. Ich wurde da gerade abgeholt und genau mein Fuß wurde nochmal angeguckt. Ja, also wie ich bereits gesagt habe, ich bin in eine Nähmaschine, eine alte, getreten und es stand halt eine Traube um Gronkh herum. Jetzt erzähle ich dieselbe Geschichte halt so nochmal, und zwar genauso, wie ich sie jetzt schon erzählt habe. Die Leute, die ihn halt so belagert das haben. Ist, genau. Da erzählt man, merkt man aber, dass ich nicht. Das ist natürlich die eigene Dummheit. Ne? Ich wollte so dran vorbeischatteln und da lag halt so ein dunkler Gegenstand. So, und ich dachte so, okay, da kannst du ja gut rauftreten. Konnte ich auch. War sehr trittsicher, weißt du, sogar mit kleinen Haltebolzen. Ich setzte auf, der Schuh. Ich habe die Geschichte. Da halt rein zusammen mit meinem Schuh. Ich erzähle die Geschichte genau so. Zog das hoch und die gesamte. 10 Jahre her. Dieser Kaventsmann, keine Ahnung. 5 Jahre. 8 Jahre? Massiv schwer. Hing an meinem Fuß. Möglicherweise 10 Jahre. Ich bin halt so mit hochgekommen. So, was ist jetzt los? Es gab ein großes Hallo. Es war schon ich glaube, ich habe 2017 eine gute Geschichte gesorgt da gestern. 6 Jahre. Eine wichtige Frage, eine naheliegende Frage ist natürlich, ist die Wunde genäht worden? Nee, ich bin zu spät hier fürs Nähen. Aber der Doktor hat schon ein bisschen Entwarnung gegeben. Es muss also nicht amputiert werden. Und ich kriege leider auch kein Cyberimplantat oder so, halt irgendwie so einen bionischen Fuß, mit dem ich halt irgendwie super springen kann oder irgendwie sowas, das wird es leider nicht geben. Poki, geht's dir jetzt wieder besser? Da haben sie mich wieder auf die Messe gefahren. Mach weiter. Ja, noch habe ich meine Schmerzmittel nicht abgeholt, ich bin ein wenig erleichtert. Ich habe offenbar keine Nähgarnreste oder so oder irgendwelche Splitter im Fuß. Auch ein bisschen schade. Ich hatte mich ein bisschen darauf gefreut, halt, dass beim Flughafen halt immer. Ja, die Nadel- und Fadengag haben auch einige gebracht an dem Abend. Wenn anschlägt, wenn mein Fuß durchgeht. Das wäre schon witzig gewesen, glaube ich. So, ziehen Sie mal die Schuhe aus. Ziehen Sie mal die Socken aus. Ziehen Sie mal die Haut aus. Ja, wir sind jetzt wieder zurück an der Messe und wir haben bereits in Erfahrung gebracht, dass du in eine Nähmaschine getreten bist. Und eine Frage, die sich dann sofort stellt. Interview mich einfach weiter. Wir haben dich ja gerade am Nachmittag, am Donnerstag, im Krankenhaus abgeholt, während du in die Nähmaschine getreten bist, gestern Nacht. Ja. Was ist dazwischen passiert? Ja, also. Die Sanitäter vor Ort haben halt eigentlich gemeint, ich müsste dringend in ein Krankenhaus gebracht werden. Dann haben sie halt einen Rettungswagen geholt und der kam halt an. Es ist halt so, ich kann den Leuten nicht sagen, nee, das mache ich morgen. Das können nur die Leute mit dem Rettungswagen unterzeichnen. Tatsächlich. Die bringen einen Zettel mit, wo dann drauf steht, so, sie müssen dringend in ein Krankenhaus, wo ich dann unterschreiben kann. Ja, das habe ich zur Kenntnis genommen. ich glaube, es war so ein gut gemeinter Vorschlag, aber weißt du, Branchenparty ist halt Branchenparty. Da kann man nicht halt irgendwie sich die Blöße geben und halt irgendwie früh abknicken oder so. Manche Leute werden ja auch dadurch zu Helden, dass sie einfach sterben. Und mit so einem riesigen, rostigen Nagel quer durch den Fuß, an dem noch eine gusseiserne Nähmaschine dranhängt, ist ja durchaus, kann das ja so enden. Das wäre eigentlich genau der Tod, den ich mir immer gewünscht hatte. So weiß man, so habe ich mir immer meinen Tod vorgestellt. Leider ist es halt irgendwie jetzt anders gekommen. Oder zum Glück, ich weiß es nicht. Es gibt ja noch mehr. Wir können jetzt nicht das ganze Interview gucken, oder? Das dauert ja insgesamt 14 Minuten. Das Paradoxe ist ja, ich guck mal, wie lange das noch geht. Die interviewen mich jetzt.
Jan Schneider. Nee, das können wir uns jetzt nicht alles an. Ihr könnt euch das ja angucken. Da freuen sich die Adventure-Treff-Leute. Ich glaube, das ist auf deren YouTube-Seite zu finden. Adventure-Treff, genau. Fast ein Interview 3 mit Jan Poki, Müller-Michaelis damals noch. Poki in der Notaufnahme. So heißt das Ding. Ich habe häufiger fast ein Interview mit denen geführt. Und das war das von dem Jahr. Gibt es einen Link? Ja, warum nicht? Hier habt ihr einen Link. So. Habt ihr auch einen Link? Was wollte ich jetzt noch machen? Achso, ich wollte ja eigentlich was ganz anderes erzählen, ne? Auf jeden Fall, ich wusste dann nicht, wie ich mein Auto nach Hause bekommen soll. Und da ist der Freund von Lulu, der Chris, eingestiegen und hat mich nach Hause gefahren. Lulu saß auch im Auto, die haben halt echt einen Umweg gefahren. Ich glaube, er musste nach Münster und sie nach Rostock oder umgekehrt. Und dann haben die halt irgendwie, sind die halt erst nach Hamburg gefahren und danach halt irgendwie erst nach Münster und dann wieder nach Rostock oder so. Also total, total nett so. Und währenddessen habe ich mich mit Chris unterhalten und da hat er gesagt so, ja, ich will irgendwas studieren und am liebsten in Richtung Film. Und ich so, ja, das geht zum Beispiel Medientechnik in Hamburg, das habe ich studiert. Und tatsächlich hat er dann Medientechnik studiert. Und davon waren wir insofern Nutznießer, dass er dann unsere Musikvideos zum neuesten Album fast alle gefilmt hat. Bis auf dieses hier, wenn es so wäre. Das hat nämlich Lulu gefilmt, nämlich mit einer Helmkamera, aus Ego-Perspektive. Chris und Lulu zusammen halt so ein Helmstativ gebaut, ein Motorradhelm, und da drauf die Kamera montiert. Und damit ist sie halt hier durch Hamburg gelaufen. Und damit man das nicht damit man hier die Kennzeichen und so weiter nicht lesen kann und die Straßennamen, damit man das nicht so schnell zuordnen kann, wo das überhaupt hier ist, sind die nachträglich hingegangen, haben den Wahnsinn gemacht, also Chris hat das gemacht, meine ich, hat halt hier die ganzen Kennzeichen und so weiter mit irgendwas ersetzt aus dem Baumann-Bergmann-Pokinson-Konto Kosmos, hier, Pingu 13. Sie sind keine Gefahr für hier kann man es lesen, Sigmund-Freud-Straße, das ist nicht die Sigmund-Freud-Straße übrigens. Tatsächlich sind wir gerade neulich erst hier in der Villa im Park aufgetreten. War ein kleines Konzert. Minenkrafterin war da. So. Hier laufen wir die Straße lang. Moment. Etten, Brr. Das ist doch Lied. Wie ich jetzt weiß. Es mir Mühe macht. Nächstes Kennzeichen Gordo. Auch einer unserer Songs vom neuen Album. Nächstes BBTP 2014. Warum 2014? Weiß ich nicht, weil wir da uns gegründet haben. Da bin ich noch mit langen Haaren. Ich habe über Corona war ich nicht beim Friseur. Da sah ich kurzfristig mal so aus. War eine gute Entscheidung, das wieder abzustellen. Und auch wieder wie bei der Diplomprüfung mit Krawatte. Das ist auch nicht so eine gute Idee bei mir, weil ich habe einfach keinen Krawattenhals. Keine Ahnung, was Haha Lu ist. Vielleicht irgendwas mit Lulu? Nee. HW und... Nee. Psych-Sieg. Psychologischer Sieg. Auch in einer unserer Klassiker. In Edna bricht aus, auch in den Entwicklerkommentaren einmal angespielt. Aber die Vollversion gibt es auf unserem ersten Album. Und, ja, wer weiß, vielleicht ja demnächst eine Live-Version? Ja, ich wollte nur zeigen, was die sich hier für einen Aufwand gemacht haben. Und das war der Chris, der mich bei der Nähmaschinengeschichte, da habe ich ihn kennengelernt, so richtig nach Hause gefahren hat. Ja, es gibt bestimmt noch mehr von diesen Verkehrsschildern. Hier, Holzweg, einer unserer Songs vom zweiten Album. Und sogar das hier, das man eigentlich streng genommen gar nicht sehen kann, ist der Bozener Weg. Bozen ist ein Song von unserem ersten Album. Na, hier, warte mal, hier ist auch noch ein Schild. Harveystraße, genau.
irre, was der sich da so. Und hier ist übrigens, das wollte ich auch noch sagen, weil es halt ganz gut zu The Delic Parties, hier ist ein krasser versteckter Schnitt. Denn hinter dieser Wohnungstür, die einfach eine random Flurwohnungstür irgendwo ist, geht es nicht wirklich in die Wohnung, die dahinter liegt. Da haben wir rumgetrickst. Das ist tatsächlich ein Special Effekt sozusagen. Also es ist halt After Effects, aber hier jetzt mit Scheuklappen kommt man ins Handyformat. Genau, an der Stelle ist ein versteckter Schnitt und wir sind plötzlich plötzlich in im BBP Headquarter. Denn das hier ist unser Bandproberaum. Der ist heute halt ein bisschen voller. Also damals haben wir ihn komplett entrümpelt, damit er leer ist. Aber das Klavier steht immer noch an derselben Stelle. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel die 52 Freizeitshorts, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, da haben wir jede Woche einen Song gemacht, wenn ihr euch die mal irgendwie reinziehen wollt, da sieht man halt dieses Klavier sehr häufig und 2-3 Mal wird es auch benutzt. Genau, das ist unser Proberaum. Aber das war vor allen Dingen auch der Partyraum, in dem wir halt etliche The Delic Partys gemacht haben. Hier hat Heiner sein Bier verschüttet und der Barbar hat hier rumgepokt und so weiter. Hier haben wir etliche Partys gefeiert und der Teppich geht halt nicht mehr wirklich sauber. Es war eine sehr, sehr schöne Zeit. So, das wollte ich auch nochmal erzählen. Das ist ja auch so ein Insider-Ding. Aber wir wollen ja mit dem Spiel weitermachen. Entschuldigung. Ich wollte nur zu dem Punkt kommen, wo ich sage, so, dass wir, da haben übrigens die, es waren teilweise, Matze ist auch da, Clapping. Als ich eben kurz auf dem Balkon war, hat mir Anne kurz reingereicht, dass du halt ein altes BBP-Foto, wo wir quasi das absolute Beginner-Foto nachgestellt haben, bei uns auf dem Discord geschmissen hast. Das fand ich sehr lustig. Okay. An das konnte ich mich nämlich tatsächlich selbst nicht mehr erinnern. Obwohl das halt gar nicht so lange her ist, dass wir das aufgenommen und gebastelt haben. Wo wir uns einfach unsere Gesichter halt auf das irgend so ein absolutes Beginner-Album-Cover drauf so ganz schlecht draufgeschnitten haben. Das fand ich sehr nett. So, bla bla bla. Vor allen Dingen hat mir Anne aber auch erzählt, dass sie, also während ich kurz auf dem Balkon war, hat sie mich hinterrücks überfallen, die ist ja immer hinter den Kulissen tätig, dass sie ein YouTube-Premium-Abo abgeschlossen hat. Das heißt, wir wissen halt nicht, ob das jetzt halt schon Wirkung zeigt, aber möglicherweise sehen wir jetzt keine Werbung mehr, weil Anne das gemacht hat, in der letzten Stunde irgendwann. So. Und deswegen können wir jetzt auch weitermachen, endlich mit dem, was wir eigentlich vorhaben. Wir sind ja schon fast eine Folge weit gekommen, oder? Anne loben, genau, in der Tat. Zum Brunnen. Ich latsche jetzt einmal ein bisschen durch die Gegend. Oh. Das weiß ich nicht, ich bin in Vollbrunnenbildmodus. Wer kommt denn Anne da loben. Und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder? Das ist jetzt der Punkt, wo ich über Shawnee erzählen will. Dass wo ihr mich nach meinem Lieblingscharakter gefragt habt. Sowas liebe ich halt. Eine Art Spiegelcharakter, der halt irgendwie aufs intriganteste. Oh! Party, Party, hey. Dankeschön. Das Cheeren. Was ist los? Bin ich nicht im richtigen Screen? Doch, oder? Normalerweise cheeren die Leute hier nur. Achso, danke, das war für Danke, Anne. Okay, danke fürs Cheeren. Was ich über Johnny erzählen wollte, ist, sowas liebe ich halt, wenn
wenn es mir halt irgendwie gelingt, Charakter so zu schreiben, dass er halt ganz, ganz viel über unseren Hauptcharakter offenbart. Und das tut Shawnee viel, viel mehr, als man es möglicherweise denken würde. Der ist halt viel wichtiger für das Spiel, als es den Anschein hat. Und es ist zudem für meinen Geschmack halt auch einfach tatsächlich sehr witzig. Also ich könnte mich drüber totlachen, wie er halt, er ist halt der Böse, der Antagonist, der Schulraudi so. Und es spielt halt auf so einem unfassbar harmlosen Level. Pass auf, dass ich dir nicht die Schnürsenkel zusammen. Aber es ist halt inszeniert und wird halt eingeführt wie die übelste Hürde, wie das übelste Hindernis. So ist es halt von mir gedacht. So, ne? Aber alles, was er sagt, ist halt so kleingeistig und so dumm. Und Lilly ist halt, man sieht es halt sogar im selben Screen dahinter. Lilly ist halt schon meilenweit an Boshaftigkeit und an Potenzial für Unheil über diesen Horizont hinaus, dass es halt für uns als Spieler komplett sinnlos ist, was er sagt. Und das macht er halt aber auch erst bewusst, wie machtvoll Lilly als Charakter ist. Also diese Situation, pass auf, dass ich dir nicht die Schnürsenkel zusammenbinde. Das ist halt die tatsächliche Magie, um Lilly zu charakterisieren, was wir nicht durch sie selber machen können. Niemand kann in Lilly hineingucken. Wir sehen es halt nur an den Projektionsflächen sozusagen, an den Konfrontationen sozusagen. Und wir sehen es nicht mal an ihrer Reaktion auf die Konfrontation, sondern nur an der Konfrontation selbst. Nur an dieser Gegenüberstellung, dass da jemand ist, der etwas sagt. Und wir wissen aber, es hat keinen Sinn. Es ist, wir sind way beyond dies. Wenn es eine normale Klosterschülerin wäre, die halt wirklich schüchtern wäre und Dinges, dann wäre das hier eine bedrohliche Szene. Und wir wissen ja nicht viel über dieses Spiel. Wir sind ja gerade erst noch im ersten Akt. Wir haben die gerade erst kennengelernt. Wir haben gerade erst 2, 3 Sachen gemacht. Gerade erst die ersten paar Handvoll Charaktere kennengelernt und so weiter. Wir wissen ja noch nicht viel über Lilly. Aber eins wissen wir, das hier ist nicht das Level, auf dem wir reden. Und das ist halt so stark, dass er halt vollkommen seinen Film fährt. Lilly kann gar nicht darauf reagieren, weil sie halt auch gar nicht wirklich sprechen kann, sozusagen. Und ungebremst fährt er halt seine Schiene weiter mit seinem Horizont und geht davon aus, Lilly ist da drunter. Aber wir wissen, Lilly ist way, way, way da drüber. Und das ist halt so stark, dass dieses Gefälle hier so zutage tritt in diesem Dialog. Und deswegen möchte ich meine Aussage von letztten Spiel, wo ich halt so ein bisschen vom letzten Stream, wo ich halt so ein bisschen rumgestochert habe, hier nochmal korrigieren. Sowas ist halt riesig und bestimmt fallen mir noch 1000 andere Charaktere ein, die halt ähnlich subversiv funktionieren und deswegen Kandidaten für meine Lieblingscharaktere sind. Weil sowas macht mir halt einfach Spaß. Es ist so eine Art wie so eine Art Storytelling-Experiment. Und es hat so viel Laune gemacht, dann plötzlich diese Texte zu schreiben, zu sagen so, oh, oder ich könnte dir an den Zöpfen ziehen. Und halt denkst so, wo bist du eigentlich, auf welchem Level? Aber niemand spricht es aus. Wir machen als Spieler, als Zuschauer, wir machen diese Arbeit und lösen halt dieses Gefälle auf. Und das ist das ist halt sowas liebe ich halt, wenn sowas gelingt. Oh. Also nochmal. Shawnee. Wer kommt denn da und will sein Rezept zurück? Wenn das nicht die kleine, brave Lilly ist. Hau ab, bevor ich dir noch die Schnürsenkel zusammenknote. Oder Schlimmeres. Es ist halt vor allen Dingen auch seine Fehlinterpretation von Lilly, die halt so stark ist. Wir wissen, was es für eine Fehlinterpretation ist. Oh, die brave Lilly. So, guckt es euch an. Die brave Lilly.
Sieht der Shawnee denn nicht, was da auf... Und dabei hat er halt irgendwie so ein bisschen auch in seinem Intro so ein bisschen auch den Nagel auf den Kopf getreten. Oder er wirkt halt irgendwie bedrohlich. Man selber, wenn man halt irgendwie... Jeder cleverere Mensch hatte halt irgendwie in seiner Vergangenheit... Jeder Mensch, den ich mag, in meinem persönlichen Umfeld, hat irgendwie Geschichten zu erzählen, wo er halt in seiner Kindheit mit Bullies Probleme hatte. So, und instinktiv möchte man halt irgendwie, schlüpft man halt in so eine Rolle. Und hier, ich denke mal, nee, Moment mal. Ich mag es einfach. Der Parkbank gerade los ist? Ach, du willst das Rezept wirklich zurück, oder? Aha. Na, das wusste ich doch nicht. Warte nur kurz, bis ich es in Geschenkpapier eingewickelt habe. Hui. Lilly war gerührt. Hui. Sie bekam doch so selten Geschenke. Du merkst mal so richtig gar nichts, oder? Zieh Leine, Lilly. Oder ich sehe mich gezwungen, dir Schimpfnamen zu geben. Den Schimpfnamen zu geben. Ja, ich bin schon ein ganz schlimmerer Bauer. Danke, Sergeant Boodle. Ja, ich bin schon ein ganz... Ich bin stark genug, um hier irgendwas zu fordern. Ich bin schon ein ganz schlimmerer Bauke. Sag mal, wie kommt es eigentlich, dass du dich hierher traust? Du weißt doch, dass wir nicht mehr im Garten spielen dürfen. Oder bist du etwa im Auftrag der Oberin hier? Du kannst deiner tollen Oberin ausrichten, dass ich auf ihre blöden Regeln pfeife. Ha. Aber ich wette, dazu hast du zu viel Schiss. Du hast viel zu viel Schiss vor dem Echo, nicht wahr? Und das solltest du auch. Denn eines schönen Tages, wenn du es am wenigsten vermutest, wer weiß, könnte es passieren, dass du dich umdrehst und irgendjemand hat deine Milch geklaut. Nein! Nein, dieser Unhold, nicht die Milch! Na, 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 was ist denn das? Willst du etwa aufmucken? Schau dich doch mal an, Lilly. Mit deiner Schleife und deinem Zöpfchen. Du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass du es mit so einem Lausbuben wie mir aufnehmen kannst. Ich habe bereits mit Streichhölzern gezündelt, da hast du noch nicht mal dein Morgengebet beendet. Wie sollte ich jemanden wie dich jemals ernst nehmen? Kannst du etwa Kirschkerne spucken? Oder mit einer Zwille auf Spatzen schießen? Sieh es ein. Du wirst niemals so tough sein wie ich. Und so lange bekommst du auch das Rezept nicht zurück. Boah, nee, der ist mir ein bisschen zu hardcore. Da kriege ich ja ein bisschen Angst beim Zuhören schon. Also der macht schon einen ganz schön harten Eindruck einfach. Der kommt bestimmt außer Hip-Hop-Szene wahrscheinlich. Das sieht man ja auch an seinem Gefährt. Das ist einfach so, es ist so schön. Es ist halt offensichtlich, aber halt auch so unnaheliegend. Also ich weiß nicht, es ist einfach ein sehr gelungenes dramaturgisches Experiment, dieser Shawnee als Charakter. Ehrlichen Cap und so. Bist du jetzt etwa traurig? Hat dich der böse Junge etwa wieder geärgert? Aha. Du bist so eine Heulsuse. Na ja, warte mal ab. Auch du wirst eines Tages hier auf der Bank liegen mit einem lustigen kleinen Kartoffelgnom an deiner Seite. Shawnee schien nicht interessiert zu sein. Lilly musste wohl einen anderen Weg finden, um ihn zu beeindrucken. Ich finde Platzwunden am Hinterkopf sehr beeindruckend. Sind die Parallelen von Freeman Shawnee zu Malfoy Crabbe und Goyle Absicht? Nee, muss ich nicht. Ich meine, klar, es gibt halt irgendwie Klosterschul-Referenzen gibt es halt nicht mannigfaltig. Keine Ahnung, wie viel unterbewusst bei mir so von der Harry Potter-Reihe so einfach weil man manche Sachen halt einfach irgendwie erwartet in so einem Klosterkontext. Gerade wenn man halt irgendwie so aus dieser Froschperspektive der Schüler und dem Sozialgefüge halt reinguckt, wie viel, weißt du, wenn Grafiker halt irgendwie bei der Delic, habe ich das gelernt, ne? Grafiker, wenn sie einen Hintergrund zeichnen, die machen sich halt erstmal so eine Art, häufig, nicht alle, aber es gibt halt viele, die machen sich halt so Referenzsheets,
die sammeln dann halt Bilder, die halt in etwa das, die Stimmung und die Referenzen, es gibt ein besseres Wort, einfach die Assoziation, genau, die Assoziation wachrufen, die sie halt für das Bild gebrauchen können. Und das macht das Gehirn ja quasi pausenlos und andauernd. Viel von dem kreativen Prozess ist ja, dass man eben nichts auf der grünen Wiese erschafft, sondern dass man quasi, man braucht halt bekannte Sachen und dann die Variation, den Bruch mit dem Bekannten. Man etabliert Bekanntes und bricht damit. Und das ist tatsächlich das Geheimnis von jeder Kunstform. Ich sag's mal jetzt bei Musik zum Beispiel. Wenn man halt einfach nur Töne spielen würde, die überhaupt nicht zu, die man halt einfach nur noch nie in dieser Kombination gehört hat, würde es für unser Ohr einfach extrem schräg und seltsam klingen. Allerdings heißt es nicht, dass diese Töne genau in dieser Kombination nie jemals quasi für uns hörbar sein werden, sondern wenn wir uns daran gewöhnen, dass halt bestimmte Tongruppen in dieser Kombination zusammengespielt werden, weil wir halt bestimmte Regelbrüche quasi als Teil des kulturellen Kanons wahrnehmen. Wenn sich das halt erstmal etabliert hat, wie zum Beispiel, also es war, die Beatles haben zum Beispiel einfach sehr viel mit den Regeln gebrochen. In ihrem späteren Oeuvre, so in ihrem späteren Werk, haben die halt sehr viel geguckt, so, ah, das wird uns alles zu langweilig, wir wollen unseren Horizont erweitern, sind halt irgendwie gereist und haben halt irgendwie immer quasi, und das wird halt diskutiert in Musikunterrichten und von Musikprofessoren und wird auseinandergenommen, war, oh, und hier zum ersten Mal, ne, spielen die plötzlich, wechseln die Tonart, das Tempo und urplötzlich, warum machen sie das und wie machen sie das und so weiter. Das sind halt diese Regelbrüche. Aber wir, die halt irgendwie jetzt Generationen später Musik hören, kennen diese Regelbrüche schon alle. Und die werden halt rauf und runter benutzt von allen möglichen Künstlern. Und die Sachen, die für uns besonders interessant sind, sind halt die Sachen, die darauf aufbauen. Das heißt nicht, dass wir halt alles komplett neu machen, sondern das heißt, die machen halt alles bis zu einem bestimmten Punkt genauso, wie wir es erwarten. Und dann überraschen die uns an einer Stelle, indem sie halt eine Regel brechen. Und das ist halt eigentlich die Kunst der Assoziation oder des assoziativen, des kreativen Prozesses, der halt Assoziationen benutzt, um dir, bei dir eine Erwartungshaltung aufzubauen. Und die und alles, was relevante Kunst ist, überrascht dich halt an irgendeiner Stelle, indem es halt diese Variation, eine Variation davon macht, die es so noch nicht gegeben hat und die dir halt quasi wie den Boden weghaut. So, das darf man auch? Nee, das darf man auch eigentlich gar nicht. Das gehört auch nicht zum Regelset. Ne? Alles, was die Beatles halt jemals an Regeln gebrochen haben, gehört heute zum Regelset dazu, sozusagen. Von Popmusik. Ja. Egal. Und genau so lebt halt eben auch, versuche ich halt eben auch natürlich genauso viel wie ungewöhnliche Sachen, mich immer wieder quasi auf so eine Art Kanon des Erwartbaren. Es muss halt sehr viel nicht erzählt werden. Ne? Du zeichnest nur dieses Kloster im Hintergrund und hast eine ganze Geschichte dazu im Kopf, einfach weil es Versatzstücke von Hogwarts und halt, keine Ahnung, von irgendwelchen Dingen sind, die du kennst. Du musst es jetzt plötzlich, diese ganzen Sachen, du musst dich auch um all das, was halt irgendwie Rowling geschrieben hat, gar nicht mehr kümmern. Das wird einfach erzählt, indem man einfach nur assoziativ die Erinnerung daran wachrufen lässt und dann sagt, die Geschichte ist fertig erzählt. Das ist nicht das, worum es mir hier geht. So. Ich muss das nur noch aufrufen. Es ist für euch alle abrufbar. Und wenn ihr nicht das gesehen habt, dann halt irgendein anderes Waisenhaus, Waisenhausgeschichte. Und ich kann mir sicher sein, die hat
hat ähnliche Anekdoten, an die Assoziationen, die sie wachruft. Das heißt, ich kann mich halt quasi auf diesen dicken Brei an kulturellem Kanon berufen und einfach nur den nächsten Schritt gehen. Und brauche nicht viele Worte, um das zu erklären. Ich muss nicht dieselbe Geschichte nochmal erzählen. Ich muss es einfach nur wachrufen. Lilly hoffte dies hier. Nein, jetzt, ich wollte eigentlich so, da. Shawnee schien Lilly. Ach, Mist. Können wir vielleicht die Fliegerbombe noch mitnehmen oder ist die jetzt weg? Vielleicht kann man die ja Shawnee schenken oder irgendwas. Oh, Sprengzünder, das ist ja süß. Hi, wie lustig der vollkommen intakte Sprengkopf der Fliegerbombe blinkte. Ach, das finde ich ja niedlich. Komm, die nehmen wir mal mit. Hui! Oh, ein Sprengzünder. Und eine Fliegerbombe. Eine echte Schatzkiste. Es war schwer zu erkennen, aber Lilly hatte es doch glatt die Sprache verschlagen. Ach, ich finde das schön. So, Wollknäuel. Das Wollknäuel war ein Symbol der Freundschaft. Lilly wollte, dass es für alle Zeiten in der Schatztruhe blieb. Oh, na komm dann. Was? Bombenklappe. Machen wir dazu. Die Schaufel haben wir leider nicht mehr dabei. Ein Sprengzünder. Guck mal, vielleicht jetzt in die Reifenschaukel. Lilly wollte nur als... Darum? Schade. Zumindest offenbar. Naja, vielleicht können wir dann ja jetzt... Warte mal. Merk übrigens, dass die 3 Stunden schon wieder um sind. Wo treiben sich die Kinder rum? Memphis machen wir auf hey, jeden Memphis. Fall. Das war doch der Schisshase, glaube ich. Hm? Ah, schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Oh, na gut, das wusste ich nicht. Naja, muss ich mal gucken. Aber hey, lass uns doch ein bisschen über Gefahr reden. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Ich habe auch keine Ahnung, wovon er da spricht. Aber psst, sonst hört dich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du? Er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände und der Innen... Wir sind erst bei 1 Stunde. Nee, Veritas. Stimmt das? Bist du Jesse Pinkman? Du bist einer von den neuen Pinks, das weiß ich. Und ich habe einen gerade neulich gezeichnet. Nee, das war ein anderer. Nee, du hast dir aber auch schon einen Ping-Namen gewünscht. Den habe ich auch noch nicht gezeichnet. Man kommt durcheinander. Wir sind mittlerweile fast 70 Stück. Einhorn-Ping. Ah, danke schön. Mate, hast du dir eigentlich schon einen Ping-Namen gewünscht? Nee, ne? Marte? Sergeant Marte? Ich glaube, du stehst noch auf meiner Liste als Sergeant Marte. Du bist auch einer unserer neuen Pings. Churchy ist schon fast ein etablierter Ping. Dabei ist es halt auch gerade erst irgendwie, du bist seit einem Monat dabei, seit 2-3 Wochen oder so, kurz vor Weihnachten und ist jetzt Lord of the Pings. Hat seinen Avatar schon gezeichnet bekommen und alles. Du bist jetzt schon quasi, gehörst jetzt schon zum Establishment, weil jetzt gerade in den letzten Wochen so viele dazugekommen sind. Kurz vorher, ja. Ja, viele neue Pings. Ein Ping jagt den anderen. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sind halt auch einer wirklich der schnellst wachsenden Patreon-Auftritte. Zumindest in der deutschen Musikbranche. Also, bin noch am Suchen, wo es vernünftig ist. Ich bin ja so ein Statistik-Nerd, so. Aber das macht mir halt echt Laune, so Statistiken anzugucken und immer zu gucken. Ich brauche halt irgendwie sowas wie Hitparade. Ich finde es ganz schlimm, dass es halt irgendwie so wenig Möglichkeiten gibt, sich in der heutigen Musiklandschaft als Band halt irgendwie zu vergleichen. Einfach, weil es halt so viele unterschiedliche Plattformen gibt, über die Leute Musik hören.
gibt es halt einfach nichts, wo du sagst, so, das ist jetzt halt irgendwie mein Kriterium, nach dem ich mich bemesse. Aber Patreon finde ich grundsolide, ist immerhin auch unsere, als Band unsere Haupteinnahmequelle. So. Oder entwickelt sich dahin. Raum ist mit Blei auf. Ich finde, hat sich dahin entwickelt. Ausgegossen? Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Aber niemand würde dich schreien hören. Und außerdem haben die ja zufällig eine Bombe dabei und da kommen mir gerade zufällig wieder Ideen. Verschwinde endlich, bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich... Ja, Spotify Trends ist halt, ich kenne die ehrlich gesagt nicht. Ich weiß auch nicht, bis zu welchem Platz die gehen, also bis wie viele Künstler da gelistet sind. Es gibt ja so unendlich viele und, ich kenne halt gar keine Statistik, wo ich halt gucken könnte, so müsste es nicht eine Platzierung nach Genre geben oder so. Also damals, als wir noch halt irgendwie mit unseren ersten beiden Titeln waren wir halt noch auf Amazon vertreten. Also ich weiß nicht, bei Amazon Digital lässt sich unsere Musik, also das dritte Album wahrscheinlich auch noch irgendwie, weil wir da einen digitalen Distributor dazwischen hatten. So. Aber da waren wir halt irgendwie in den Amazon-Charts drin. So. Aber CD-Verkäufe gibt es eigentlich nicht mehr. Spotify finde ich halt einfach als Metrik ganz schwierig, weil es ist so unfassbar defragmentiert, so unfassbar fragmentiert, so nicht defragmentiert, dass du halt keinen Auftritt so richtig miteinander vergleichen kannst. Das sind halt auch Zahlen in Größenordnungen, wo du sagst, das verliert dann auch jede Aussagekraft, wenn du halt irgendwie 1 Million Einträge gleichzeitig halt irgendwie versuchst zu handeln und keine Möglichkeit hast, das zu sortieren. Naja. Egal. Wir haben, bislang gibt es alle unsere drei Alben auf, als physische CD. Achso, wenn ihr eine physische CD rausbringt, kaufe ich sie auch. Achso, klar, Clapping weiß das natürlich. Das war anders, ich hätte den Satz anders betonen müssen. Ne, im Sinne von, immer wenn ihr eine physische CD rausbringt, dann kauft Clapping die brav. Das ist natürlich sehr honorig. Haben wir bislang auch immer gemacht, sind aber nicht mehr sicher, ob das noch lohnt, weil halt nicht mehr jeder zweite und auch nicht mehr jeder vierte halt einen CD-Player hat, sondern gefühlt nur noch jeder elfte so. Und ich stehe halt selber noch auch physisch, aber es hat keine leichte Entscheidung, sowas zu machen. Wo gibt es denn die Alben? Auf Bandcamp gibt es da die Alben. Danke, Kitte, du sehr hilfreich. Aber das, genau, wir machen mal weiter mit dem Stream, damit wir zu irgendeinem Endpunkt kommen, weil, wie gesagt, wir müssen dann langsam mal wirklich zum Ende kommen. Nicht mit Johnny, er hat es eingesteckt. Hm. Naja, dann heute. Kriegen wir doch mal zusammen ein Stück. Das Liedchen. Wohlgemerkt zu Ende für heute. Ich habe schon den nächsten Termin und zwar gleich am Samstag würde ich weiter streamen mit eurer Erlaubnis. Fan von Platten, ja, das hören wir auch häufiger. Werdet ihr denn am Samstag dabei? Dann komme ich quasi frisch aus dem Studio. Also, wie gesagt, morgen, übermorgen sind wir im Studio. Dann kann ich euch gleich berichten, wie sehr sich quasi mein pausenloses Gerede heute auf die Aufnahmen morgen ausgewirkt hat. Und vielleicht kommen wir dann auch ein bisschen schneller voran. Es tut mir leid, wir kommen ja wirklich gar nicht voran hier mit dem Spiel, ne? Aber es gibt halt immer so viele Sachen zu erzählen. Ich genieße das halt einfach irgendwie so. Genau, es gibt einfach sehr viel zu erzählen. Lalala, der Untergang ist da. Lalala, der Untergang ist da. Verdammt bin ich.
Verdammt bist du. Das ist auch so witzig, mit Mike diese Aufnahmen zu machen. Der halt irgendwie, der hat sowieso schon Schwierigkeiten, hat, also der hat immer so, der ist halt irgendwie einfach kein ausgebildeter Sprecher gewesen, ne? Der, so den, tatsächlich so den, sehr cleverer Typ so, aber so vom Blatt runter zu sehen, wir haben den ja als Schauspieler gefunden für Ender bricht aus und ich fand einfach, die Stimme war einfach so krass. Und Finn und ich haben uns immer angeguckt und gesagt, alter Falter, was haut der da raus für Stimmen so? Aber tatsächlich einfach vom Blatt lesen und dann den Text halt irgendwie in der richtigen Betonung, also so wie er gemeint ist, halt irgendwie, da mussten wir halt immer ein bisschen nachhelfen, bis er halt irgendwie quasi, aber er hat immer seinen eigenen Zugang zu diesen Texten gefunden. Und das war so witzig, dieses Hallo, Lulu. Dann bietet er was an. Finn und ich, also bei diesen Sprachaufnahmen war Finn, das weiß ich halt auch noch, auch persönlich noch an den Kontrollen. Und er hat mit aufgenommen, wir haben uns andauernd angeguckt und haben uns einfach weggeschmissen. Es war, obwohl, nee, warte mal, das muss doch bei Tag, muss das nicht auch bei Dark gewesen sein? Nee, dann haben wir nicht alles von Harveys Neue Augen bei Dark aufgenommen. Weil das, da saß ich in Studio 1 mit Finn zusammen. Das, ich weiß es noch wie heute. Und Mike war halt drüben in dem, ne, die haben wirklich so ein ganz kleines Kabuff. Irgendwann haben wir halt Gunnar mitsamt Schlagzeug in diese kleine Sprecherkabine bei den Aufnahmen für das zweite Album. Beim ersten hatte er noch kein Schlagzeug, da hat er nur mit Cajon getrommelt. Beim zweiten Album hat er halt schon komplettes Schlagzeug, fast durchgängig gehabt, bis auf ein, zwei Songs. Und dann musste er halt mit dem Schlagzeug in diese kleine Sprecherkabine, damit halt sein Schlagzeug nicht in unsere Mikrofone reinschallert. Und wir es trotzdem quasi gleichzeitig aufnehmen können, quasi live zusammenspielen. Und was halt witzig aussah, er hat wirklich sehr, sehr, sehr wenig Manövrierfläche, sag ich mal. Der große Gunnar mit dem noch größeren Schlagzeug in diesem wirklich sehr, sehr kleinen Raum. Und da stand dann Mike drin und das Sichtfenster zur Tonregie, zur Regie ist halt wirklich sehr klein. Also die Sprecher müssen sich halt wirklich schon nach vorne und bis zur Scheibe, so, damit sie halt wirklich Sichtkontakt zur Regie aufnehmen können. Man sieht sie halt irgendwie so klein da hinten am Mikrofon so, aber so ein richtiger enger Blickkontakt, wie man es halt eigentlich, der kam halt damals in dem Aufbau zumindest so noch nicht zustande, meine ich. Ja. Aber das gibt halt einfach auch einem die Möglichkeit, dass man halt irgendwie viel mehr Blickkontakt mit dem Toningenieur hat. In dem Fall war es Finn und wir gucken uns an und ja, es ist einfach die ganze Zeit über so weggeschmissen. Es war hervorragend. Apokalypse now. La, 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 la. Der Untergang ist nah. Na gut, dann lassen wir das mal. Mal gucken, was haben wir denn hier? Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Oh, guck mal. Guck. Wen haben wir denn da? Piep, piep. Später Hype Train. Danke Lord Carve und danke Magilis Ars fürs Subben. Das ist ja sehr honorig. Habt ihr gleich nochmal einen späten Hype Train losgetreten, obwohl ich eigentlich jetzt wirklich zum Ende kommen muss. Aber habt ihr das eben gesehen? Das war ein Übergang in zwischen zwei Folgen, zwischen Folge 5 und Folge 6. Oh Gott, wir kommen ja überhaupt nicht voran. aber das ist die Folge mit Doris. Da können wir uns dann Samstag drauf freuen, dass wir dann so Doris sehen. Dankeschön! Aber lass mich doch wenigstens zum Schlusse kommen hier. Andererseits wollte Lilly ihn noch gar nicht loswerden. Och, schade. Können wir vielleicht noch...
Hey, wie lustig denn da? Party, Party, hey. Schon Ende. Ja, bald, ne, genau. Ich muss ja nur noch zum Schluss kommen. Schade, ne? Aber das, meine Güte, wir machen jetzt auch schon die 3,5 Stunden fast, ne? Der blinkt. Können wir mit dem noch irgendwas machen? Ich würde ihn wirklich gerne da in diesen Ofen schmeißen. Dankeschön übrigens, Mate und Esri Ildoth. Esri Ildoth, das klingt ein bisschen nach was aus Mittelerde. Aber ich habe keine Ahnung, warum. Schade. Müssen wir mit dem noch irgendwas machen? Ich würde ihn wirklich gerne in den Ofen schmeißen und die Klappe zumachen. Ich meine natürlich damit der Memphis. Ich vermute, dass Gronkh mit einem Undercover-Account mit im Chat ist. Meinst du? Ich glaube nicht. Damit spielen kann. Ich glaube, wenn der nicht streamt, dann schläft er. Oder schneidet oder halt irgendwie sonst am Arbeiten ist. Ich glaube, der ist halt wirklich sehr... eingebunden. Kann im Ofen. Das wäre. Nee, er hat gesagt, dass er heimlich zuschaut. Nein, er schaut nicht heimlich zu. Erik, du schreibst nicht zu. Du schaust nicht zu, oder? Gronkh? Gronkh? Er wird den Teufel tun, mir hier zu antworten. Was dann hier abgeht. Naja. Habe ich es doch gewusst. Voll schön und wir könnten dann bestimmt Freunde werden. So wie auch schon mit unserem kleinen Freund auf der Bank. Achso, er kann ja seinen Undercover-Account nicht leaken. So, zur Kapelle. Ah, du bist ein bisschen zu sehr informiert, Veritas Live. Wenn ich dich nicht schon aus der Pingunity kennen würde. Pingunity ist mir gerade so eingefallen. Dann wäre ich jetzt skeptisch. Aber naja, Veritas ist halt einer von unseren Pings. Das heißt natürlich, Gronkh könnte sich natürlich auch da undercover einschleichen. Aber warum sollte er das tun? In die Kantine können wir auch mal gehen. Einfach mal ein bisschen rumgucken. Das ist nicht Gryffindor oder so? Hier los. Freie Fläche. Hier fehlte etwas. Dankeschön, Chris. Und auch wenn Lily dieses Mal keinerlei Schuld traf, ein schlechtes Gewissen hatte sie trotzdem. Rein prophylaktisch. Na klar, wir sind alle mit Schuld. Hey, Frau Oberin Ignaz. Die Oberin trank einen Beruhigungstee. Vielleicht sollte sie die Marke wechseln. Ich glaube auch. Vielleicht Chloroform oder irgendwas. Oh, Bananen. Oh, Kokosnüsse. Oh, Äpfel. Oh, Salz- oder Pfefferstreuer. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Oh, schade eigentlich. Aber es ist schön, wie der Sprecher hier, also wie Götz halt hier abgeht mit dem Satz. Also es ist eine total ungewöhnliche Art und Weise, diesen Satz zu betonen, wie ich finde. Es ist ideal. Es ist halt so, er deutet gar nichts an. Er macht einfach nur so reine, unbeteiligte Freude. So. War, hatte sie keinen davon verstanden. Aber da Lilly ein Brat. Bananen, oh, Kokosnüsse. Moment, oh, nochmal die Bananen. Oh, Salz oder Pfefferstreuer. Genau. Edna hatte immer ein paar gute Witze über Bananen parat. Aber da Lilly ein braves Kind war, hatte sie keinen davon verstanden. Oh, schade eigentlich. So gut, dass Götz da halt einfach klauen? Irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Ach, super. Kokosnüsse. Diese ironische Beteiligung am Geschehen. Das machte aber nichts. Lilly wusste mittlerweile genug über Schrumpfköpfe. Ach schade, ich hätte mich gerne mal mit denen unterhalten. Vielleicht politische Debatten oder sowas. So, nehmen wir mal alles mit. Hier Äpfel auch. Lilly mochte Äpfel. Sie waren gesund und gelegentlich fand man einen Wurm. Die hörten wenigstens zu, wenn man mit ihnen sprach. Ja, und die Äpfel mochten Lilly auch. So, jetzt haben wir Banane, Kokosnuss und Apfel. Und hier ist Notizen, die wir nicht lesen können. Ein Tortenstück, das wir nicht nehmen können. Und Doris, die Gesichtslose. Hey und Doris, eins, sag mal, was zwei, so los drei, ist. Vier, Pause. So. Das ist doch der allerbeste Cliffhanger. Oder? An dieser Stelle würde ich sagen,
machen wir für heute Pause. Und zwar an der Stelle, wo Seneca ihr Selbstgespräch führt, Lilly und Doris. Ja, ich weiß, das ist fies. Vor allen Dingen freue ich mich auch wieder über Gronks Reaktion darauf, die mal wieder zu hören. Ist ja auch lange her, wie gesagt, dass ich kenne natürlich den Harveys neue Augen-Stream von Gronk. Das ist halt hier keine Vanilla-Reaction sozusagen, sondern eine vorbelastete, aber immerhin eine vorbelastete von vor 100 Jahren, als ich das zuletzt gehört, mir angeschaut habe. Natürlich hat man so ein Gefühl dafür, dass Sachen halt gelungen sind und lustig geworden sind bei den Aufnahmen. Und ich weiß halt, dass wir halt sehr viel gelacht haben, während wir Doris aufgenommen haben, wirklich sehr, sehr viel gelacht haben. Dass sie so ein Fan-Favorite geworden ist, das ist, denke ich mal, schon dem guten Herrn Range zu verdanken. Also, falls er hier zuguckt, Dankeschön. So. Okay, aber bevor wir jetzt direkt ausschalten, ja, ich danke euch fürs Zuhören. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ich schweife halt immer in eine Million Richtungen ab und schweife von der Abschweifung ab und so weiter und freue mich dann, wenn ich halt irgendwie nach einer Stunde wieder zurückkomme, aber es gibt einfach so viel zu erzählen. Es haben so viele tolle Leute vor allen Dingen halt irgendwie an diesen Sachen mitgearbeitet und echt eine gute Zeit gehabt damals und ich verbinde so viel damit und mit all diesen Menschen und die Sachen, die dazu geführt haben, dass das Spiel eben so damals so geworden ist, wie es geworden ist und was seitdem passiert ist, dass man mir das möglicherweise verzeihen kann, wenn ich hier und da ein wenig abschweife. So. Und jetzt bleibt ja nur noch die Frage zu beantworten, wen beglücken wir denn jetzt hier quasi mit unserer Aufmerksamkeit? Achso, der Hype Train war noch gar nicht zu Ende? Nee. Jetzt ist er erst zu Ende. Oh. Auch ein Level 1 Hype Trainchen. Tut. Andi ist live, aber da waren wir doch gerade erst. Nee, zu Andi, da müssen wir wenigstens noch so zwei, drei Streams in den Äther wandern lassen, bevor wir wieder zu Andi gehen. Auch wenn man natürlich immer zu Andi gehen kann. Also ich empfehle euch auch jetzt Shoutout an Andi. Heute waren die Mods gar nicht da, ne? Da habe ich gar nicht mehr auf den Knopf drücken können. Oder habe ich, Katsu, habe ich dich irgendwie verpasst, als du nicht, dass es nötig hätte, der Alte. Aber ich mache trotzdem nochmal einen Shoutout an Andy Dev. Er hat es nicht nötig. Der hat so viel mehr Follower als ich. Der ist hier voll im Twitch-Game. Nina hatte auch zu tun, oder? Die hat von der Delic Verbot bekommen, hier bei uns zu modden, während ich mir Harveys neue Augen angucke. Das kann auch sein. Von Carsten so. Hat böse angerufen. Dabei sage ich so viele nette Sachen über dich, Carsten. Wo bist du denn? Da. Guckst du dir das hier überhaupt an? Wahrscheinlich nicht bis zu Ende, oder? Hast du wirklich. Und wenn doch, hast du wirklich dreieinhalb Stunden Zeit? Um dir den Käse hier reinzuziehen? Hast du nicht Wichtigeres zu machen? Hast du nicht eine Firma zu leiten? So, das könnt ihr auch klippen. Nein, tu das nicht. Ja. Quiz Katzenohr, bist du das etwa? Carsten?
Wie viele Verstecke? Sonst sind hier, am Ende sind hier alle 100, 200 Leute, die hier sind, hier alles verdeckte Ermittler aus irgendwelchen, die überprüfen wollen, dass ich hier keinen Unsinn erzähle. Sind nur Zivilfahnder hier im Chat. Ich bin undercover, ich. Ah, ich bin undercover, ich. Oh, jetzt werde ich paranoid. Bevor ich paranoid werde, sollten wir schnell. Hatte schon jemand jetzt noch einen neuen Vorschlag gemacht? Andi, machen wir mal wieder, aber nicht jetzt. Wo gehen wir rüber? Wir müssen auch nicht unbedingt. Oh! So, wir können mal eine Sache machen, wir können mal zu Dr. Freud rübergehen, oder? Ich wäre mal gespannt, ob der sich an mich erinnert. Der hat mich zuletzt auf jeden Fall, also, keine Ahnung, ist er selber da? Ja, ne? Zumindest hat er mich immer noch nett begrüßt. Aber das ist ja auch schon über 5 Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal auf irgendeiner Branchenveranstaltung gesehen habe. Also einfach mal, um zu gucken, ob er noch weiß, wer ich bin. Allerdings muss ich auch gleich ganz dringend hier die komplette Kanne Kaffee, die ich geleert habe, demnächst einmal hier in der Kachelabteilung genau, entleeren. Und deswegen werde ich nicht zu lange im Stream sein bei ihm und mitkommentieren, aber einen kurzen Augenblick noch. Ich bedanke mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, Samstag geht's weiter. Sonntag in einer Woche dann danach ist der nächste Band-Team Stream in Team. Dazwischen werde ich sicherlich nochmal mehr oder weniger spontan für ein Konzept-Schmonzept, also einen konzeptlosen, möglicherweise Artstream, wo ich dann Pinks für unsere Patreon-Community zeichne oder ähnliches mache, online gehen, irgendwann in der nächsten Woche garantiert, mindestens einmal, vielleicht sogar zweimal. Ich nähere mich nämlich einer Partnerschaft und jetzt muss ich gleich auf jetzt Raid drücken, sonst muss ich die Raid-Zeile nochmal eintackern. Sag ich tschüss, gehabt euch wohl und wir sehen uns hoffentlich Samstag und dann erzähle ich was von unserem Studio und natürlich gucken wir uns den an, wie es mit Doris und Lilly weitergeht. Also bis dann, tschüss. So, jetzt Endscreen und dann das war's für heute. Das Karussell, wie man sowas macht, das lerne ich gleich noch bei einem anderen Fahrgeschäft. Nur 48 Stunden Aufbauzeit. Das hat. Blagun fragt gerade, als Selbstständige legt ihr euer Gehalt eigentlich selbst fest? Wie ist euer Vorgehen? Flo hat ja mit 2 Kids potenziell größere finanzielle Ansprüche. Also, unter uns als Partnern. Also unter uns als jetzt in dem speziellen Fall Olli, Paul und mir gibt es keine Unterschiede. Wir teilen ganz exakt auf. In erster Linie können wir aber gar nicht bestimmen, wie viel wir uns... Also wir können legit nicht unser Gehalt einfach selber bestimmen. A, haben wir kein Gehalt, weil wir sind nicht, noch nicht... Pokinson! Hallo, vielen lieben Dank für den Raid. Schön, dass ihr da seid an dieser Stelle. Einen wunderschönen guten Abend. Lehnt euch zurück. Ich versuche gerade die Frage zu beantworten, wie wir das bei uns mit dem Gehalt machen. Schön, dass ihr hier seid. Vielen, vielen, vielen tausend Dank. Schnappt euch ein bisschen Popcorn. Bleibt noch ein bisschen bei uns. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet bis jetzt einen schönen Abend. Wir schauen hier gerade mit einigen kleineren Unterbrechungen zwischendurch immer mal wieder. Eine sehr, 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 sehr schöne und sehr spannende und sehr lange Doku über Schausteller. Und zwar bei uns, um auf das Thema Gehalt zurückzukommen, noch, also wir wollen das eigentlich ändern, aber das ist
Ja, es wird alles immer mit so Bürokratie verbunden und dauert. Aber noch sind wir nicht bei uns, bei unserer eigenen Firma angestellt. Was wir an Kohle rausziehen können, ist immer der letzte Schritt. Das heißt, wir bezahlen alle unsere Verbindlichkeiten. Das ist in erster Linie Miete und Fixkosten durch Services, die wir nutzen. Online-Services wie Daten, also Speicher, Server und so weiter und so fort. Ja, damit das gewährleistet ist. An zweiter Position kommen sofort unsere Angestellten und freie Leute, die wir in der jeweiligen Zeit oder in dem jeweiligen Abrechnungs-